Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was passieren würde, wenn Nordmänner anfangen, Wein zu saufen, nackt über sich hereinander herfallen und andere Menschen essen? Dann seid ihr jetzt hier genau richtig bei der Gründung von Weintology im Norden, wo wir Wikinger sind, gemeinsam mit Ivraldis. Hallo Ivraldis, wie viele Menschen hast du schon gegessen? Hallo Ranger. Bis jetzt heute noch keinen, aber ich habe mindestens 3 vor. Alle Aussagen sind übrigens im Spiel. Wichtig. So, wir beginnen. Ich bin Sir Kokok von Zielland. Das wird schon gut werden. Ich bin da hoffnungsvoll. Ich bin hoffnungsvoll. Ich lasse mal am Anfang Pause und du kannst alles drücken, was du willst. Ja, ich muss jetzt erstmal einen Ehepartner finden. Siehst du, dass das UI anders ist, weil es nämlich ein eigenes DLC dafür gibt, Northern Lords. Es ist ja alles so Holzoptik und so Jarl-mäßig und Wikinger-mäßig. Ja, krass, ne? Das ist ja wild. Ja. Man nennt ihn auch der wilde Deja. Ich überlege gerade, ich muss gerade mal gucken, wen ich hier zur Gatte nehme. Kauf mir niemanden weg, klau mir niemanden, heirate mir niemanden weg, so meine ich das. Würde ich niemals tun. Nein. Nie und nimmer. Nordisch. Uhuhu. Nordisch war Ranger, Nordisch. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. So. Sie? Ich glaube, ich gucke hier mal nach dem Bündnis und nach dem, was vererbbar ist. Es ist wie Syphilis, das kriegst du nie mehr weg. Wenn du es einmal hast, hast du ein Problem? Wenn du es einmal hast, hast du es für immer. Ja, schon schwierig. Mit 39 kann die noch Kinder kriegen, oder? Ja, na locker. Die Chance, dass sie stirbt, ist nur da. Ab wie viel Jahren nimmt die Fruchtbarkeit nochmal ab, liebe Leute? Ab 45? Du meinst jetzt im Spiel, oder? Ich meine jetzt im Spiel, ja. Ich muss nachfragen. Ja, also 39 ist im Spiel schon alt, also 36 ist schon alt. Auch im Real Life ist 36 alt, aber also... Aber hier ist... Weiß nicht, das ist... Bitte, was? Was? Hast du eben gesagt, in Real Life ist 36 schon alt? Nee. Das habe ich nicht gesagt. Warum sollte ich das denn sagen? Es wäre ja furchtbar, das zu sagen. Direkt fängt mein Auge an zu zucken. Je nachdem, wie oft du übst. Was? Oh, wart nur ab. Ich kann dir jetzt hier jederzeit den Krieg erklären, ne? Und kann dich dann in freudiger Erwartung töten. Ich will's nur sagen, bevor wir hier, ne? Also, ich kann das auch machen. Und tu ich's? Nein, ich muss nicht alles machen. Hast du es nicht genau getan? Du hast mich doch über Jordan geschickt. Ja, aber nicht direkt zu Anfang. Okay, ja, dann ist gut. Mein Kind ist 9 und kann nix. Ist ja wie eine Realität. Hallo. Wieso hast du denn schon Kinder? Weil ich fleißig bin. Entschuldigung. Ja, so viel Intelligenz, wie ich habe, die muss schnell übertragen werden auf andere Mitglieder. Die muss ich aufteilen. Verstehst du? Wir sind aber noch in der Pause. Ich stelle auch noch ein paar Sachen ein. Bist du schon fertig? Nee, ich bin noch dabei, deswegen. Herrgott Stundele. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich kann zählen. Ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Endlich mal. Endlich mal. Moment, dass ich das mal hören würde. Wie fühlt sich das an? Furchtbar. Was? Man muss im Leben immer, ne? Merkt euch das, liebe Leute, jetzt auch hier schon mal einen Tipp für die Kindererziehung vom Pädagogen jetzt hier einmal an euch weitergegeben. Den Kindern immer sagen, das reicht noch nicht an Leistung, damit man die zu noch höhere motiviert. Hundertprozentige Erfolgsgarantie. Also zumindest hundertprozentige Erfolgsgarantie, dass die Kinder hinterher auf jeden Fall einen Therapieplatz brauchen werden, weil das führt dann meistens zu. So, ich stationiere alle. Ihr könnt Jarl Ranger zu einem Gerichtskampf herausfordern. Was ist denn ein Gerichtskampf? Oh! Kampf bis auf den Tod! Ja! Ich kann direkt den Kampf bis auf den Tod mit dir eingehen. Ich meine, ich hab ja Nerven. Aber ich muss ja nicht, oder? Also du kannst auch ablehnen, aber sind wir mal ehrlich, das wäre schon ganz schön feig.
Weißt du, ich mache mir aber nichts daraus, was andere von mir denken. Aber ist das nicht als Jahl irgendwie essentiell? Irgendwas essentiell? Ich bin ja auch 36 und alt und hab schon Zettel am C. Also von daher ist mir alles egal. Ich hab schon Zettel am C. Wenn ich betrunken bin, bringen sie mich zu der Adresse oder was steht da drauf? So, das weg, das weg. Aber das wir sind weg. Übrigens ein Stamm. Wir sind dieses Mal kein Feudalsystem. Okay. Was das macht, kannst du dir angucken, wenn du oben rechts auf Reich drückst und dann oben in der Mitte über Stamm drüber gehst. Also Kurzform, du kannst damit alles überfallen und damit Geld bekommen. Und nein, damit ist nicht meins gemeint. Ich sehe. Boah, ich kann ja eigentlich jeden angreifen. Plündere deine Nachbarn für Geld. Ich bin noch nicht so weit. Ich lass erstmal mich eine Frau finden, Erben zeugen und dann können wir weiterschauen. Alles ganz entspannt. Und dann gehen wir unsere Nachbarn plündern. Du musst ja auch gar nicht plündern. Du kannst auch einfach du kannst ja eine neue Ära prägen. Denkst du, das wird funktionieren? Mit vielen Personen ja, aber nicht mit dir wahrscheinlich. Hey, also ich habe gestern gesehen, dass du deinen Verbündeten Schlorox die Bombe geheftet hast in dem Spiel, ja? Ja komm, es ist aber auch Schlo. Dann hat er natürlich verdient, auch mal aus dem Spiel genommen zu werden in der ersten Runde durch die Bombe. Weißt du, was der für Ausdrücke sagt? Nur also, die Besten. Wenn dann. Wie bitte? Nur die Besten. Also ich möchte sie nicht mal laut aussprechen, aber das sagt er, das hat er verdient gehabt. Also solange er jemanden nicht als Dortmund-Fan bezeichnet, ist ja eigentlich noch alles gut. Oh Gott. Es kann sein, dass jetzt gleich der Chat irgendwo brennt. Ich weiß noch nicht wo, aber gleich könnte er irgendwo brennen. In irgendeiner Ecke. Oh Gott, was für ein Fan bist du? Ich? Das sage ich jetzt nicht nach dem Satz. Mhm. Ich will nur den Frieden. Ich will nur den Frieden bewahren. Ganz bestimmt, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Schalke-Fan? Ach du grüne Neune. Stimmt, ich nehme das ja für YouTube auf. Das letzte Mal, als ich das auf YouTube gedroppt habe, habe ich einen Shitstorm bekommen und mir haben Leute mit dem Tod gedroht. Also. Was? Ja, YouTube. Hallo? Oh mein Gott, so ging mir das auf TikTok im Bücherbereich. BookTok nennt sich der Bereich. Und ich hatte so auf lustig gezeigt, welche Arten von Lesezeichen es gibt. Und habe halt Eselsohren gemacht. Ich gehöre eingesperrt. Ich sollte mir nochmal überlegen, wo ich rausgehe. Mir könnte sonst was passieren und Co. Solche Kommentare. Ich wusste nicht, dass die BookTok-Community so toxisch sein kann. Okay, das wundert mich jetzt aber auch, dass das bei Büchern sogar geht. Die sind ganz schlimm. Fuck. Die sind ganz schlimm. So, und ich stehe dazu, ich breche Büchern den Rücken, wenn es bequemer ist zum Lesen. Was? Mhm. Ich bin jetzt hier aus dem Sprachkanal rausgegangen. Das konnte ich mir jetzt nicht mehr anhören, liebe Leute. Ich hoffe, das versteht ihr. Aber wer bei Büchern den Rücken durchbricht, ist ja wohl klar. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt bin ich aus dem Sprachkanal raus. Okay, ich bin wieder zurückgekommen. Ich habe mich gefangen. Du hast dich gefangen. Du hast einmal ganz kurz einen Rage-Quit gemacht. Ich habe... Ranger bricht nicht nur Bücher in den Rücken. Ja, genau. Oh. Okay, also... Aber Bücher sehen so schön aus. Das ist so das Schönste. Also bei den meisten Büchern geht das auch entspannt. Aber es gibt ein paar Bücher, die du einfach nicht weit aufgeschlagen kriegst, ohne dass du dann halt irgendwie die Leserin drin hast. So. Und halt aber auch ein Buch lebt halt mit mir. Das kommt halt überall mit hin. Das geht auch mit mir baden und dann ist da auch mal ein Wassertropfen drin. Oder ich habe mal Nasenbluten, dann ist da mal Blut mit drin oder sonstiges. Das passiert halt. Und das Schlimmste ist für einen Podcast, da sind Sachen unterstrichen, da sind Klebis drin und ich mache da sogar Notizen. Aha. Das habe ich noch nicht mal im Abi gemacht. Ja, denkst du, ich gehe einfach so in den Podcast rein? Also ich bin ja auch so einfach so in die Abi-Klausur gegangen. Mit wie vielen Punkten hast du bestanden? Ich glaube, ich habe eine 3 gehabt. Oh, das ist auch also, was ist das? 8 Punkte oder so? Ne, 9? Weiß ich nicht mehr. Ist bei mir zwar erst 2 Jahre her, aber ja.
Deswegen hat Ranger auch kein Abi. Hallo, das stimmt nicht. Ach Gott. So, Bücher habe ich auch immer nur so weit aufgeklappt, dass keine Knicke in Büchern entstanden sind. Deswegen hat sich auch niemand von mir Bücher ausgeliehen. Ich habe auch deswegen Angst, mir Bücher auszuleihen. Ich bin da anders. Bücher okay, sind bei mir bereit. Tatsächlich heilig. Wenn ich ein Buch gekauft habe, dann wird das gehegt und gepflegt und dann wird das irgendwann, wenn ich tot bin, werden da meine Kinder damit machen, was sie wollen. Okay, dann nehme ich die Pause raus. Wie viele Bücher hast du denn? Also ich habe bestimmt, ohne Scheiß, wenn ich jetzt so durchzähle, bestimmt mindestens 3. Gut. Ich habe eine Frau! Huhu! Echt? Ja. Ich auch. Das freut mich. Die erste Eigenschaft, die mein Sohn lernt, ist feige. Ist das eine? Und die Frau mag mich sogar. Boah. Was denn jetzt? Oh, ich habe vergessen, mein Rad zu besetzen. Na, herzlichen Glückwunsch. Stimmt, habe ich auch. Oh, hab ich auch. Aus. Also, Bilderbücher zählen nicht, wurde gerade gesagt. Dann habe ich doch nur ein Buch. Sarage, danke schön für deinen Sub im 7. Monat. Und oh, sie ist schwanger. Im 4. Monat. Dankeschön an euch. Wie schnell ging das denn jetzt? Gibt es Konformitäten, was Bücher angeht, wenn man sie gekauft hat? Natürlich. Das steht im Grundgesetz in Artikel, ich glaube, lass mich nicht lügen, 13, kannst du gerne nachlesen, mach das aber nicht jetzt, weil ich erzähle dir jetzt, was da drin steht. Da steht drin, ein Buch ist da, um gehegt und gepflegt zu werden. Sollte man gegen dieses Gesetz verstoßen, dann gilt Paragraph 237 StGB, lebenslange Inhaftierung. Mhm. Ich gehe mit meinen Büchern trotzdem so um, wie es für mich richtig erscheint. So. Ausnahmsweise. Aber jetzt wirklich nur ausnahmsweise. Ich wurde gerade einfach überfallen. Hast du die Geschwindigkeit auf ultraschnell gestellt? Ja, auf 3. Warte, ich stelle sie auf 2 runter. Das hat Ranger falsch gelesen und da steht, ein Mod ist da, um gehegt und gepflegt zu werden. Ah, hält er sich da nicht dran? Moment, es kam von einem meiner Mods? Nee, es kam von einem meiner Mods. Okay, dann ist gut. Dann ist alles in Ordnung. Mein Rad ist ziemlich am Hintern. Herr Safox, hallo. Shit. Da sollte er am besten nicht sein. Wie ein Furunkel. Das ist schwierig. Ich entscheide, wo der Furunkel ist. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber halt der Ratsverwalter mit 6 ist halt wirklich schwierig. Aber du hast doch so ein großes Reich, also du könntest doch ja, aber das ist kein besserer. Ja, ich habe auch nur 11, also das ist auch mehr schlecht als recht, aber jetzt noch nicht so. Denk da dran, du kannst ja einen von deinen Höflingen nehmen und die dann mit jemandem verheiraten, matrilinear. Ja. Ja, komm. Machen das hier. Gerrick, hallo. Kann ich irgendwie meine Armee auch automatisch auf Verteidigen setzen, wenn die dort kommen und mich die ganze Zeit überfallen? Oder was ist hier los? Warte, ich mach mal Pause. Was meinst du mit automatisch auf Verteidigung setzen? Gibt es irgendwie so eine Möglichkeit, dass wenn jemand kommt und mich überfällt, dass die automatisch losgehen? Oder muss ich die immer manuell dorthin schicken? Du musst die immer manuell schicken. Okay. Und du kannst ja auch einer verbündeten Armee anschließen, dann steuert dein Verbündeter die quasi. Okay. Aber das würde ich eher weniger machen, weil der verheizt die sonst hinterher. Ja, das will ich nicht. Gut, sind die bei dir mittendrin? Soll ich auf 1 stellen? Nee, ich glaube, die laufen nur weiter durch. Sephiroth, ich glaube, die sind gerade nur auf der Durchreise. Greg, hallo. Okay. So, machen wir weiter. Was will ich denn mit Dänemark überhaupt? Ich glaube, ich werde mit Dänemark gründen. Denkst du?
Ich glaube schon, ja. Mhm. Welches Land wird gespielt? Ja, gleich hoffentlich Dänemark. Aber lass uns nochmal erst überraschen. Ah, da ist ja schon... Ah, du kämpfst auch gegen eine Armee, die eine Seuche bei sich hat. Also es kann sein, dass sie vielleicht irgendwann mal rüberkommen und die Seuche bei dir verbreiten werden. Nein. Ich habe das erste Kind. Eine Tochter. Sag mal, was machst du denn mit denen, dass du da so schnell direkt loslegst? Ich mag halt Liebe. Ich mag halt Liebe. So. Ach komm, ich verführe jetzt hier. Anstatt die Beziehung mit dem Papst zu verbessern, verführe ich lieber meine Frau. Ach, Hallöchen. Hast du das nicht getan? Nee, ich habe meine Beziehung mit dem religiösen Oberhaupt verbessert. Der kann mich jetzt aber auch +11 leiden. Ja, doch. +11 leiden. Also das ist ja toll, aber wäre es nicht sinnvoller, deine Frau zu verführen? Er wäre schon Erben. Oh. Hatte Ranger nee, schon Unfall? Nee, heute nicht. Noch nicht. Ich erprobe jetzt mystische Praktiken. Das ist toll. Mach's gut, Elaniana. Ciao. Eventuell war deine Frau auch schon vor der Heirat schwanger, ja? Wird schon wieder überfallen. Meine Insel wird überfallen. Ach, herrje. Aber von wie vielen? Wahrscheinlich von der kompletten englischen Armee. Ja. Wie sieht's denn momentan in deinem Krieg aus? Oh, ach nee, du wirst überfallen einfach. Nee, du wirst nur überfallen. Ich werd einfach. Die wollen nur dein Geld. Das ist gar nicht so schlimm. Na toll, da kommen noch mehr hinterher. Naja, sollen sie ruhig machen, sollen ihre Kraft dorthin schicken. So, sehr schön. Da werde ich jetzt mal ein paar Räuber ausheben. Ich glaube, das machen wir jetzt mal, oder? Ja, ne? Mach das. Hey, hey, Vicky. Hey, Vicky, hey. Zieh fest das Segel an. Hey, hey, Rangy. Der Rangy, ja. Kann bitte jemand das als Photoshop machen und dann fürs Thumbnail nutzen? Es gibt die Glücksrangys schon als Foto. Wirklich? Wo sind die? Warum habe ich die noch nicht gesehen? Warte mal, ich gucke. Ah, nee, kann ich jetzt gerade nicht draufdrücken, weil letztes Mal, als ich das gemacht habe, musste ich ja aus einer Cloud runterladen und mein ganzer Stream wurde dadurch lahmgelegt. Oh Gott. Aber es gibt so die Glücksrangys. Ja, ist ja mein Internet. So, bei dem Dune-Event ist ja auch mal zweimal mein Internet abgebrochen. Ja, wie war das eigentlich, mit Olli zusammen zu spielen? Wunderbar. Und ich werde für diese Aussage nicht bezahlt. In keinerlei Weise. Schaut bei Dr. Freud vorbei. Da kriegt ihr besten Content. Nee, war wirklich cool. Wir waren ein gutes Team. Ohne Scheiß. Wir sind echt, also, direkt ins Finale gekommen. Ich bin stolz auf uns. Ja. Palim, Palim. Hallo. Palim. Was denn? Ich hab nur Hallo zurückgesagt. Achso. Muss mich doch daran gewöhnen, dass ich hier nicht gemutet bin. Du kannst dich doch zwischendrin muten. Nein, ich möchte permanent zu hören sein. Achso. Du magst das. Ich mag das, wenn mir alle zuhören. Ey, da fällt einer dasselbe wie ich. Alle so kriegssüchtig. Wir sind Wikinger. Alle so kriegssüchtig. Jetzt will ich gucken, ob das erstmal, ob da mein Gold wird. Vielleicht bin ich ein bisschen schneller als die. Nee. Mann, ey. Nee. England ist auch immer innerhalb von kürzester Zeit komplett leergeräumt. Da muss man richtig aufpassen. Muss man richtig schnell sein. Muss man richtig schnell sein, ja. Sonst wird hier auch mal der Schwabbel gebumst. Was? Ach, du kennst ja einen Streamer, der Schwabbel heißt Gott. Ja! Bitte was? Oh, wie gut! Was hast du mit Schwabbeltown vor? Oh, wie gut ist das denn? Oh Gott! Oh mein Gott! Oh, ja. Es ist langsam an der Zeit, es dir zu sagen. Es ist in Ordnung, du darfst mit Schwabbel machen, was du willst. Also ich
Oh Gott. Ich werde da nicht, also. Ja. Oh Gott. Keine weiteren Fragen, bitte, dankeschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Kirche an der. Nee, die Kirche jetzt gerade hier? Die Lindisfarm, die bringt keine 69. Oder was meinst du? Sonst musst du eine Himmelsrichtung dazu sagen. Also hier ist eigentlich überall relativ gut. Also sobald du plündern gehst, da kriegst du relativ gute Sachen überall, wo du eigentlich unterwegs bist. Geh aber noch nicht plündern. Aber herzlichen Dank schön für deinen Zack. Ich brauch erst mein Erben, bevor ich das mache. Vielen lieben Dank dafür. Wer sagt der elenden Dame, dass Gott gegen Ranger nicht hilft? Wow. Weißt du, gestern habe ich wieder gesehen, du hast eine richtig liebe, nette Community, alles total nett, alle freuen sich, alle sind mit dir an deiner Seite und dann kommt meine Community und ist einfach so, ja. Ja. Ja, sie ist halt da, ne? Sie ist halt da, sie ist halt anwesend. Sie hat immer was zu sagen. Wichtige Dinge. Sie, also ich würde eher sagen, der Inhalt dessen, was sie sagen, ist eher so auf meinem Niveau. Wundert dich das? Jeder Streamer bekommt die Community, die er auch verdient hat. Ja, in dem Moment würde ich gerne unser dummer Ossi begrüßen. Im Chat. Das gefällt mir sehr. Er legt es aber auch immer darauf an. Ja, ich weiß auch nicht. Also Ranger lernt das halt nicht. So. Wir beeinflussen mal zu Ende. Wieso bin ich noch nicht auf... Kauf mir ein Buch, die ist gut im Wissen. Dann kaufst du ihr ein Buch? Was für ein Buch? Das ist doch bestimmt irgend so ein Schmutz, den du ihr schenkst. 50 Rangers of Grey. Ich wusste das. Das Ranger, er kommt anscheinend von der Akademie Mimi. Oh Mann. Was macht ein... Was macht ein Wikinger auf einem Eisberg frieren? Hä? Das macht doch jeder. Oder? Die Seuche ja. Haben wir nicht in unserer Armee. Ist alles gut. Skiros, hallo. Ich habe echt viel Gold mittlerweile. Wenn du bei irgendwas Hilfe brauchst, dann sag mir Bescheid, ne? Also jetzt nicht beim Kampf, dann komme ich nicht, aber... Ich komme da gerade langsam wieder rein. Alles entspannt. Ja, aber wenn man natürlich als Anfängerin jetzt 2 Wochen nicht gespielt hat, dann kann er schon mal... Kann man schon mal ein bisschen wieder brauchen, um reinzukommen. Befehlshaber in der Armee ist auch nicht so schlimm. Wir plündern hier nur durch. Wir gehen weg, sobald ein Kampf kommen könnte. Da bezürze ich gerade. Okay. Jawohl, 110 Gold geklaut. Sehr schön. Wow. Ja. Du bist ja richtig reich. Ja. Deswegen, tatsächlich habe ich mir überlegt, dass ich den nächsten Festmahl gebe und jeder von euch muss nur 50% bezahlen. Bitte? Das ist nicht normal. Nee. Oh, wieder schwanger. Dann muss ich jetzt ein Thema aufmachen, für Chat und für dich. Jetzt bin ich gespannt, was eure Antworten sind. Wenn ihr... Ich richte mich mal an dich, ja? Du musst aber nicht drauf antworten, ja. Wenn du willst. Wenn ihr Besuch einladet und ihr bestellt zum Beispiel Essen oder so, ne? Wie macht ihr das im Regelfall? Also sagt ihr dann, okay, das geht jetzt hier auf unsere Kosten, weil wir euch eingeladen haben? Teilt ihr die Kosten dann durch dem, was jeder dann bezahlt hat? Oder sagt ihr sogar, vielleicht der Besuch soll dann in dem Moment bezahlen? Wie ist das bei euch? Das machen wir dann immer. Ah, wie moin.
Okay. Wie ist das bei euch, Chat? Kommt also, drauf an, wer es ist, sonst jeder selbst. Ja, ja, also natürlich, klar. Ich rede jetzt von guten Freunden. Ihr ladet gute Freunde zum Essen ein, zu euch. Und bestellt dann was. So ungefähr. Besuch ist eingeladen. Wenn ich einlade, dann zahle ich. Kommt kein Besuch. Gut, das... Ich lade nie jemanden ein und lass mich stattdessen einladen. Auch eine gute Taktik. Auch clever. Anyway. Okay. Also tatsächlich ist es bei mir auch so, wenn ich jetzt gute Freunde einlade zum Essen und also sage denen hier, ihr kommt jetzt vorbei, wir essen dann was und haben einen schönen Tag, dann lade ich auch ein. Aber ich habe auch schon mal Leute erlebt, die dann sehr gute Freunde dann halt eingeladen haben und dann halt jeder für sich gezahlt hat. Muss man jetzt... Und kann man dann auch vielleicht auch nachvollziehen in manchen Situationen, aber ja. Gut, dann habe ich mal so ein Bild davon. Das ist... Wir sind auch mal ganz entspannt. Der, der als erst schnellstes bezahlt, macht's. Ich habe noch eine Tochter. Was ist das denn? Ich bekomme irgendwie keine Männer ran. Ich einlade, zahle ich, wenn was regelmäßig ist, was einfach nur mal nur mit mir stattfindet oder bei dir stattfindet, Brettspiele für den Abend, dann wird aufgeteilt. Das kann ich aber auch verstehen. Also wenn so ein regelmäßiger Spieleabend ist, der immer bei einem ist, einmal die Woche, dann wird es auch teuer, wenn man dann nur noch die Leute einlädt. Ja, das wäre schwierig. Oh Gott, jetzt ist das hier durchgegangen in der kurzen Zeit. Oh, ich habe die geschwängert. Herzlichen Glückwunsch. Ja, die Kinder waren im Spiel, wenn ihr das DLC mit den Wards and Wardens spielt oder davon ein Event bekommt, dann ist das Kindergeschrei meistens im Hintergrund. Wäre ja sonst fies, wenn man gucken muss, war das jetzt bei mir oder war es im Spiel? Ich habe das schon mal gehabt, dass ich dann dachte, hä? Tod im Kinderbett. Ja gut, das hat sich dann da auch erledigt. Hast du da was mit zu tun? Nee. Ja. Dann ist meine Frau jetzt doch nicht mehr schwanger. Also sie war schwanger. Ich glaube, du brauchst eine neue. Oh Mann. Das tut mir leid. Also es tut mir wirklich leid. Kräuterkundler. Oh. Kräuterkundler. Muss kein Arzt werden. Memo, ja moin. Witzig, was man alles so machen kann. Ja, du kannst schon echt viel machen. Deswegen, auf Crusader Kings 3 wird häufig rumgehackt, dass halt zu wenig Inhalt nachkommt. Ich bin auch einer der Personen, aber wenn du halt gerade mit dem Spiel anfängst, dann hast du halt so unendlich viele Möglichkeiten da drin, dass du erstmal damit hunderte von Stunden verbringen kannst, um die alle zu erforschen. Ja, das ist es so. Fehlen 48. Oh, ich mag die Wikinger. Na gut, ich baue mich erstmal wieder auf. Da muss ich auch nicht übertreiben. Ihr haltet die Eigenschaft Kräuterkundler. Ich werde echt zu so einem Hexenmeister. Irgendwie ist das nicht der Weg, den ich gehen wollte, aber wenn er mir aufgezeigt wird, warum nicht, ne? Dann nimm den. Go for it. Und ein Schmuckstück brillanter Edelstein habe ich auch noch gefunden. Oh, schön. Wo warst du? Ja,
Ich habe mich mal in Malibu blicken lassen. Da gibt's nämlich Kokosmilch. Die Frau ist wieder schwanger. Moment, mir wurde gerade eine Konkubine angeboten. Ja, rein da. Okay, das hört sich zu dem Fall. Gut, ne? Also, ja, well, why not, ne? Und, also, und ich erinnere wieder daran, dass ich die Schlimme sein soll. Du bist auch die Schlimme. Du legst nur meine Sachen immer aus, als wären sie irgendwie pervers oder so. Aber die sind alle, das ist alles... komplett unschuldig. Ist es auch. Ich habe letztens, hat hier irgendeinen anzüglichen Witz im Chat geschrieben. Und ich saß dann davor und habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was die Person denn meint. Und alle anderen haben dann gefragt, ob ich das ernst meinen würde. Weiß noch einer, was das war, Chat? Was war das denn nochmal? Weiß jetzt natürlich keiner mehr. Will ein Ordnungsamt. Ich weiß es auch nicht mehr. Krieg erklärt. Was? Wer hat dir denn jetzt den Krieg erklärt? Häuptling. Ach, Smaland. Im Süden. Ja. Hier wurde gerade von einer Vierjährigen der Krieg erklärt. Ja. Boah, die hat ja Bock. Okay, wie mache ich das jetzt? Also wir können natürlich... du könntest alle Armeen ausheben. Hast du eine Tochter? Ich habe zwei Töchter. Wir könnten uns natürlich verheiraten. Also du könntest meinen Sohn heiraten mit der vierjährigen Tochter. Dann würde ich mit das dir... Das wäre möglich. Dann mach mir doch mal ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann. Ich muss gerade schon den Krieg ziehen. Die kann aber ein bisschen stärkere Armee als du. Also du kannst dir eine aussuchen. Ja, die Vierjährige. Die Sterntreu. Smallland heißt das. Smallland. Hm. Ich hätte auch Smallland gesagt. Ach, was weiß ich. Ich schicke dir mal ein Angebot. Dann kann ich dir helfen. Schick mir ein Angebot. Stern so. Bitte was? Hallo? Veto? Veto? Meine Kinder sind halt immer nach meinen Mods benannt, was soll ich sagen? Hab dich nicht so, ist das für den Sieg. Du bist es auch. Gott. Was? Stimmt. Also er hat mir den Krieg erklärt, aber er macht nichts. Ja, dann werden wir jetzt hier sterntreu werden wir jetzt vermählen. Ja. Heirat arrangieren. Du kannst mich doch nicht an Ranger verschachern. Es ist für den guten Zweck, Stern. Ja, es ist auch nicht an mich, sondern an Sir Kokok. Ja. Das ist ein Unterschied. Das ist alles in Ordnung. Es gibt ja noch Sternzirkel. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Deine Kinder haben keine vererbbare Eigenschaft, ne? Huch, nee. Out of sync. Was? Du bist rausgeflogen. Warte. Oh! Das heißt, ich speichere jetzt einmal. Ja, das heißt, ich muss das Spiel verlassen gehen. Ja. Wieso ist das denn passiert? Und dann mache ich jetzt einmal... Ja, das passiert häufiger bei Paradox. Ich darf Frau Stern einfach nicht verheiraten. Nichts verheiraten. Hier ist ein Zeichen. Ich merke schon. So ein Mist. Ich überlege, wenn du ganz kurz bastelst, ob ich mir schnell meinen Thunfischsalat mache. Ja, mach das eben. Ich unterhalte die alle. Dann bin ich gleich wieder da. Yes. Yes, yes, I'm a hell of a man. I'm walking down the street and hear saying, I wanna be like Ranger too. Saying, yes, saying, F you. So, eine Gratis-Performance. Sondersgleichen. Von Ranger eingesungen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob Ivraldis hier reinkommt. Hallo Chat, wie geht es euch? Egal, wo ihr jetzt gerade unterwegs seid. Wie geht es euch? Habt ihr alle einen schönen Dienstag bislang gehabt? Thunfischsalat würde ich auch eine Schüssel nehmen. Ich auch. Das hört sich immer lecker an. Ist der perfekte Zeitpunkt für den Song. Hm?
Ich hoffe, euch geht's gut. Ich sehe gerade den Chat von Ivraldis nicht, aber trotzdem frage ich euch, wie es euch geht. Ob ihr alle einen schönen Tag hattet. Grippaler Infekt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Zufall, dass das Hauswappen dem Seitenprofil des Herrschers sehr ähnelt. Mein Hauswappen? Ja. Muss arbeiten, Nachtschicht. Oh, dann eine ruhige Schicht auf jeden Fall. Pollenallergie knallt voll rein. Soweit gut. Muss jetzt hier den Chat von Ivraldis mal aufmachen, parallel. Damit ich das hier auch sehen kann. So. 90% schön, ja, danke der Nachfrage. Sehr schön. Wir kennen alles Ding, wir sind Schmerzen gewohnt. Das ist jetzt aber frech. Das ist jetzt aber, also wirklich, so schlimm war das jetzt auch nicht. Sterntreu freut sich gerade auf die Vermählung. Ja, das hört sich doch super an. Also ich bin auch der festen Überzeugung. Hallo, willkommen zurück. Ich habe alle unterhalten und nichts Negatives gesagt, glaube ich. Sehr cool. Ich bin sehr stolz auf dich. Danke, damit habe ich sehr stolz auf dich. Endlich hast du deine Bewährungsauflagen erfüllt. So. Ich werde alle umbringen, sagt Stern. Du musst jetzt erstmal beitreten, fällt mir gerade mal ein. Ja, bin dabei zu laden. Ach, du konntest beitreten? Mhm. Sehr schön. Dauert nur ein bisschen. Ja, ich habe Zeit. Ab wann muss Stern dann zu dir ziehen? Ab sofort. Da werde ich mich für einsetzen. Ich werde mich gut um deine Tochter kümmern. Ich werde ihr zum Beispiel beibringen, wie Vintology funktioniert, wie der heilige Kokok anzubeten ist. Ich konnte nicht beitreten. Was? Was sagt er dir denn? Die Verbindung zum Host wurde unterbrochen. Mach mal dein Spiel aus und wieder an. Das kann manchmal auch ein Fehler sein. Das gibt es häufig im Multiplayer oder so. Haben Sie schon mal Ihren Rechner hoch und runter? Genau. Ich habe in der IT gearbeitet. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Bitte starten Sie einmal komplett alles neu, auch den Router. Mhm. Dauert einen Moment. Vielleicht ist der Horst auch fehlerhaft. Das könnte auch sein. Ich rede mal mit dem Horst. Mein Spiel denkt, das wird noch gerade gespielt. Das dauert noch einen Moment. Ja, kein Problem. Okay, jetzt. Startet. Windows neu installieren. Auch das grundsätzlich immer eine sehr gute Empfehlung. Oh mein Gott. Ein komplett platt machen. Keine Daten übernehmen. Danach willst du wahrscheinlich gehen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Paradox hatte so einen guten Start bei mir. Das ist das erste Mal, dass ich damit Probleme habe. Einfach einen neuen Rechner kaufen. Ja, macht ihr das nicht, wenn der eine Rechner Neustart braucht, sofort einen neuen kaufen? Natürlich. Mindestens, oder? Ich kaufe mir immer direkt einen neuen Rechner. Ich kaufe mir meistens schon nach einem Stream wieder einen neuen Rechner. Man weiß ja nie. Das ist aber auch schon ganz schön benutzt. Genau. Mhm. Ich lade wieder. Er hat mich vorhin jetzt auch nicht nach Passwort gefragt. Weiß nicht, ob ich eins drauf habe, um ehrlich zu sein. Ja, du hattest mir eins gegeben, was ja, da steht, weißt du? Jetzt bei dem neuen. Weiß nicht, ob das da standardmäßig. Ach, sehen wir ja gleich. Das sehen wir gleich. Lunkatron, ja. Freitag 16 Uhr geht's los. Ab 15:30 könnt ihr hier bei mir Manalord sehen. Freitag 15:30 Uhr einschreiben, neuen Update und aufschreiben, 16 Uhr geht's los mit meiner Lotz. Das ist nur dank euch möglich, dank YouTube und Twitch Money. Danke dafür. Danke YouTube und Twitch. Ich habe nur nebenbei jetzt gerade zugehört. War das eine richtige Bedankung oder? Das war eine richtige Bedankung. Okay. Was hast du gemacht?
Verbindung fehlgeschlagen. Warte mal. Wie ist denn dein Einladungscode? Der letzte, den du geschrieben hast. Warte, ich mache auch nochmal einen Neustart. Kann ja sein, dass da gerade was fehlerhaft ist. Wir dürfen einfach nicht Frau Sterntreu verheiraten. Merkst du das? Ich glaube, weil wir das nicht schnell genug gemacht haben mit dem Verheiraten. Ich glaube, das war ein kleines Problemchen jetzt gerade. Oh, shit. Also, weiter geht's. Ja, ist ja... Was hat er denn gewonnen? Der legendäre Karpfenteich hat mehr Leute auf dem Gewissen als die Pest. Hat der denn Gelände von dir gewonnen? Ja, der ist gerade dabei. Nee, der andere Krieg ist jetzt vorbei, in dem wir zusammen waren. Deswegen kannst du deine Armee hier unten auch wieder wegbewegen, wenn du möchtest. Mensch. Ich habe eine weitere. Nee, ich habe einen Sohn bekommen. Oh. Moment, du hast noch einen Krieg? Ja, da oben im Norden noch. Da müsstest du mich dann auch hineinladen oder zumindest deine Armee da unten. Da, wo du deine Armee gerade hingeschickt hast. Der Kampf ist vorbei, also da kannst du deine Armee wegbewegen. Okay. Meine Frau ist gestorben. Ach, wir sind auf dreifache Geschwindigkeit gerade. Huch. Oh Gott. Okay, warte mal. Wie lade ich dich jetzt dort wieder ein? So, zack. Das kostet dich aber jedes Mal Prestige, da musst du aufpassen. Okay, ich habe dich, glaube ich, eingeladen. Ja, ich nehme an. Dankeschön. Ich könnte mit meinen Armeen hochkommen. Die sollten wir aber locker besiegen können. Wo ist die Armee von dem? Jo. Ich komme schon mal nach oben. Ich warte hier auf dich. Lauft ihr bitte, bitte durchs Inland laufen. Dankeschön. Wenn du nämlich einschiffst und dann ausschiffst, dann bekommst du auch einen großen Malus auf deinen Kampfkraft. Ah, okay. Das ist natürlich nicht so schön. Das ist nicht so gut, das stimmt wohl. Das ist so semi-gut, eher so. Ja, so eher schwierig, schwierig. Ja. Eher so, na, nee, muss nicht sein, Brody. So ungefähr. Einschiffen ist ja auch echt unangenehm. Ja, und da soll der Chat soll mir mal sagen, dass ich zweideutig denke. Ja. Oh Gott. Wir gehen dort ins Häuptlingstum von Wärmerland rein oder wo gehen wir hin? Ja, geh du zu der Flagge, nimm die Hauptstadt von denen ein und ich werde die feindliche Armee platt machen, damit der nicht noch mehr einnimmt. Bin auf dem Weg. Deswegen ging das eben so schnell mit dreifacher Geschwindigkeit. Holy shit, ich habe ja nicht mal so viel Zeit zu lesen. Ja, im Singleplayer ist eigentlich immer dreifache Geschwindigkeit und dann Pause, sobald irgendwas aufploppt. Aber man muss natürlich auch sagen, ich bin einer der besten Crusader Kings 3 Spieler der Welt. Ich glaube, da kann Chat sich auch, da kann Chat, glaube ich, 1:1 zustimmen. Gibt's eine Weltrangliste? Ja, die habe ich selber erstellt. Mhm. Top 10 nur Ranger? Ich bin momentan der Einzige in der Rangliste, ja. Ich glaube aber nicht, dass das ein Problem darstellt. Rajit, grüß dich, hi. Sollte den Feind jetzt aber platt machen. Ich hoffe doch. Wir sind dabei. Wie lange dauert das? 7 Monate. Jo, einfach jetzt da stehen bleiben und ich kümmere mich jetzt um den Rest. Dankeschön. Also falls um den Rest, ich muss mich ja eh nur, ich muss die Einheit nur angreifen. Sir Kokok, ja, so heißt mein Anführer von Vintology, der. Was da? Deswegen wurde letztes Mal so schnell von Ivraldis umgebracht. Das ist ja auch ein. Also. Ja. Ich wollte dir das ja nur zeigen. Das ist ja eine Übung gewesen in dem Fall, dass du mich so schnell umbringen kannst. Damit du mal siehst, wie das ist. Ja, so ein bisschen Erfolg geben. Das ist nett. Ja, gerne. Das ist nicht selbstverständlich. Das
Sehr schön. Die kriegen wir leicht besiegt. Wir. Wobei die mehr Verluste machen, als ich eigentlich gewollt hätte. Das ist schon okay, das ist es wert. Du hast dafür Frau Sterntreu. Mit Frau Sterntreu an deiner Seite kannst du nur gewinnen. Ja. Überleg dir ganz genau, was du jetzt sagst. Ja, habe ich gesagt. Also es war zustimmendes, freudiges, aber sicher. Ja. Deswegen, ich sehe da keinerlei Probleme drin. Verbluten, wer ist denn jetzt am verbluten? Wer verblutet denn? Mein General. Das ist aber schlecht. Okay. So, jetzt hat mein Sohn wenigstens noch ein paar Fähigkeiten bekommen. Der alte tut nicht gut, der übrigens auf dem Krankenbett liegt. Wie? Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie wollen macht alle meine sterben immer. Macht dein Sohn gerade Pause? Was ist denn das? Was ist denn der so faul? Ich würde nicht sagen, dass er Pause macht, wenn er deine Tochter nicht beglückt, sondern eher, dass er krank ist. Bernd ist doch viel zu jung dafür. Ja, ist er mild, Alter. Da ist er noch mal ein bisschen anders. Er ist ja auch erst 16. Bernd ist noch nicht mal so alt. Die ist gerade 6. Ja. Im Mittelalter zählte man, also das erzähle ich jetzt, weil ich es gestern, nee, vorgestern gehört habe. Im Mittelalter zählte man als volljährig, wenn man geschlechtsreif war. Ja, aber doch nicht mit 6. Ja. Ich möchte jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Ja, also ist besser. Das ist so unangenehm. Und damit gehen wir wieder darauf hin, getätigte Aussagen. Genau. Nun. Hast du das angepinnt bei dir oben im Chat? Nein, noch nicht. Okay. Vielleicht kann Avari kannst du das einmal rüberpacken bei Ivraldis, dann können das einfach die Mods da anpinnen. Andi, hi, grüß dich. Möchtest du daran knabbern? Ich hab Eisbeine, möchtest du daran knabbern? Ja, bitte. Oh Gott. Dankeschön, Avari. Ich pinne das einmal an. Ah, oh, danke schön, wurde es schon angepinnt. Vielen lieben Dank. So. Oh, ich habe Minus-Prestige. Ist wie in der Realität. So. Shit. Oh, 100% Warscore. Du kannst jetzt unten rechts draufklicken auf die Flagge und dann gehst du auf Forderung und dann Forderung erzwingen. Hab ich. Sehr schön, dann ist der Kampf nämlich vorbei. Dann können wir nämlich jetzt unsere Einheiten und alle wieder auflösen. Genau. Jetzt wirst du ein bisschen Minus-Prestige machen, weil die Einheiten sich erstmal wieder auffrischen. Und danach geht's wieder ganz normal seinen Wegen. Okay. Wie geht denn das? Was genau meinst du, Zodiac? Wie geht was? Jetzt sag bitte nicht an den Eisbeinen knabbern, sondern was zu Crusader Kings 3. Ihr könnt Jarl Backscheck Eriksson von Jeland eine Geisel anbieten. Nee. Amme anstellen? Ja, eine Geisel anbieten bedeutet halt, du gibst deine Tochter und bekommst dafür von ihr eine Tochter als Faustpfand. Ich glaube, ich werde den Herzogtitel einmal gründen. Ach, die jüngste Mutter der Welt, meine ich? Die jüngste Mutter der Welt war bei Geburt ihres Sohnes übrigens 5 Jahre und 7 Monate. Bitte? War das nicht, ich glaube, war das nicht einfach so, dass sie den Zwilling da ausgetragen hat? Also es war, glaube ich, nicht in Form von, wie wir das uns jetzt vorstellen. Meine Frau ist wieder schwanger. Trembo, hi. Ja, genau. Will ich das gründen? Nee, das will ich nicht gründen. Habe ich ja 2 Jahre-Titel. Wenn ich ablebe, dann geht der Titel ja flöten. Das wäre schrecklich. Das wäre richtig schrecklich. Das will ja keiner.
Da würde ich wahrscheinlich sogar in Tränen ausbrechen, so ein bisschen. Wäre ja ungünstig. Ja. Günstig ist hier grundsätzlich nie was. Überhaupt nicht. Die Pommersche Schweren habe ich. Ist das was Neues von Rügenwalder oder was? Was ist denn Pommersche Schweren? Was ist denn Schweren? Masern. Ach so. Oh nein! Bleib weg mit deinen Masern. Da habe ich keine Lust drauf. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, als ich die Masern hatte. Seid bekannt für eure Hingabe. Aufopferungsvoll. Als nächstes bin ich tugendhaft. Nee, Tugendheld und danach bin ich Glaubensikone. Jawoll. Glaubensikone. Dann wirst du angebetet. Ich hoffe doch. Ich weiß nicht, ob das gut für dich ist. Mir ist noch nie was Schlechtes passiert, wenn man mich angebetet hat. Ja, stimmt. Ich muss den Arzt noch umstellen. Machen wir auch. Hast du schon eine Amme? Nee. Die sind bei mir alle voll ungeeignet. Das ist schwierig. Enge Unterstützung. Und ist fordernder als Böhmen? Ein bisschen. Geht ein bisschen schneller alles hier. Soll ich auf 1 stellen? Nee, ist schon in Ordnung. Das werden wir schon hinkriegen. Frank, hallo. Okay. Oh, da sind sie dabei. Masern ist aber inkorrekt schweren Waren, beziehungsweise sind ein stark entzündlicher und essender Ausschlag. Wir haben ansonsten einen der Übersetzer hier im Chat. Dann, wenn du das begründen kannst, dann kann er es uns gerne aufnehmen. Denke ich mal. Raubzüge nicht vergessen. Ja, jetzt gerade brauchen wir kein Gold. Wir brauchen Prestige. Das müssen wir uns ein bisschen ersparen. Mir wird gerade gefragt, seit wann brauchen wir einen Disclaimer im Chat? So, Ranger. Oh mein Gott, es ist Winter, oder? Kann da nichts für. Dass Winter ist. Ganz. Ja. Das ist natürlich das Einzige, was ich meinte. Natürlich. Die geben Prestige. Ja, aber die Kreuzzüge, bevor ich die durchgeführt habe, haben die mir das Prestige aufgebraucht, weil ich bei minus 0,4 bin. Paradox-Spiele brauchen sowas. Nun, oh, ich habe noch eine Tochter. Guck mal, du bist sterntreu die zweite. Du bist viel besser als die erste. Die an den Tun nicht gut verscherbelt wurde. Pass auf, Chat, wir probieren's. Guck mal, wir sind ja auch im Plus. Vielleicht lohnt es sich ja. Kann ja sein. Ne? Jetzt einmal alle nackig ausziehen und an die Hände fassen, Kumbaya, my Lord singen und schon geht das los hier. Ja, hoffentlich nur an die Hände fassen, nicht irgendwo anders hin. Nee. Gott. Du hast damit angefangen. Ich bin nicht zurechnungsfähig. Hör dir meine Stimme an. Na, ich habe gerade das Bedürfnis auch, irgendwie mir was zu knabbern zu holen. Ich habe das Bedürfnis nach Nervennahrung. Ich dachte, du hast dir einen Thunfischsalat gemacht. Ja, den habe ich schon aufgegessen. Ich habe auch Hunger. Sterntreu hat ihr Kampfgeschick um 1 erhöht. Himmelblau, danke schön für deinen Sub in 10 Monaten. Vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Ich grüße euch alle. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Ganz schön. Denkt daran, Freitag 15:30 Manalords Preview. 3 Giveaway Keys. Pünktlich hier sein, ne? So. Jetzt mal gespannt. In Flitzebogen, muss ich sagen. Mhm.
Wurden wir bereits einmal getötet? Nein, Taxman. Wir wurden noch nicht getötet. Wir haben Ivraldis dieses Mal komplett in unseren Fängen. Sie weiß es nur noch nicht. Oh, ich war gar nicht gemutet. Ist schon in Ordnung. So. Ja, wollen wir mal schauen, ne? Ja, 15:30 beginnen wir mit dem Intro und 16 Uhr ist dann das Spiel. Dann fällt das Embargo, dann zocken wir rein. Willst du dir auch Männerlords angucken? Ja. Aber ich weiß nur nicht wann. Ab wann kommt das ganz genau raus? Also das Embargo fällt am Freitag. Okay, ich habe keinen Vorab-Key. Das heißt, ab wann kommt's raus? Also so richtig releasen wird's erst am 26. April. Es ist fast 2 Wochen früher. Ja, ich weine kurz. Das ist okay. Weinen? Wein ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Ja. Das ist doch, wenn man Wein trinkt, dann weint man doch, oder? Ja, ist das? Genau, ja, das? Ja, okay. Dann ist ja, es ja, richtig ja, aufgeschrieben. Ja, alles klar. Ja, ja. Ja, ich wollte nur noch mal sicher gehen. Wo sehe ich denn jetzt, wie viel Prestige ich dadurch bekomme, Chat? Ich habe das jetzt so lange nicht mehr genutzt, das Feature. Bekomme ich einfach 1:1 das Gold auch als Prestige. Greifst du da unten gerade Smallland an? Ich? Nee, ich plündere gerade Großbritannien. 1:1. Aber wieso Smallland halb rot? Die frönen dem Kommunismus. Stimmt, das ist mein Rot. Ich hab damit nichts zu tun. Empörte Rauber, hallo. Jemand schmiedet einen komplett gegen Zabenfürke. Oh mein Gott! Ein komplett? Verdammt nochmal! Versuchst du meinen Erben umzubringen? Ich? Warum denn ich? Ja, wer denn sonst? Naja, es sind ja noch 800 andere Herrscher um dich herum. Als ob die anderen komplettieren können. Na klar. Ja, dann bestimmt nicht. Also du bist ja schon... Anstifter entdeckt, da ist es. Du hast versucht, Zahnvölker umzubringen, nachdem du Sterntreu in deinen Fängen hast. Ist das dein Ernst? Hä? Ich hab nichts gemacht. Hä? Aha. Ist alles... Ich hab nichts gemacht. Mhm. Schau in dieses Gesicht, kann das Gesicht lügen? Ja. Nein. Ich habe nur einen Kompott gekocht. Das habe ich gemacht. Ein Himbeer-Mandarinen-Kompott. Mhm. Muss ich bei Ranger vorbeischauen? Ja, der hat Sterntreu als Verlobte und möchte dich umbringen, Farmzirkel. Bitte kümmere dich drum. Was? Also, Chat, wenn wir einen Komplott geschmiedet haben, wir, ja, dann haben wir nicht. Habt ihr ja gesehen. Also schreibt mal Nein in den Chat. Das war... Oh Gott, was habe ich denn da formuliert? Nein in den Chat schreiben einfach. Ranger ist überhaupt nicht Lasagne und in den Kerker will er mich werfen. Da, nein, nein. Doch, doch, nee. Ja, ja, ja. Nein, ja, nein, ja. Nein, nein. Nein. Nein, doch. Nein, oh. Doch, auch. Nein, 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 vielleicht, vielleicht, nein, vielleicht, nein, doch, oh, niemals, nö. Ranger ist schuld, überlesen wir. Das war, ist Troll. Natürlich, ist auch ein Troll. Nö, nope, eventuell, nein, hallo. Ich verweigere die Aussage. Ist Ränkeschmied total ungeeignet, der Mann. Damit meint er natürlich nicht mich, weil... Hallo, was soll das denn jetzt? Wir klären das jetzt. Wir klären das jetzt. Ist das ein Kampf bis zum Tod? Wir klären das jetzt. Warte. Das ist ein Kampf bis zum Tod, ne? Wir klären das jetzt. Aber wir sind Verbündete. Und? Dann können wir uns nicht gegenseitig töten. Ich bin belesen. Du musst nur auf Annehmen drücken.
Okay, ich nehme an. Ich habe angenommen. Du Arsch. Was denn? Ich habe angenommen. Jetzt sag nicht, da ist nicht durchgegangen. Das muss ein Leck sein. Das muss ein Leck sein, wirklich. Er ist aber auch wild. Jetzt habe ich minus 97 Prestige. Dankeschön. Wow. Einfach wow. Naja. Wir werden alle in Sicherheit sein, ne? Mhm. Rahmenwirk ist ein Unruhestifter. Rien, hi. Also. Ich bin sehr stolz auf den Kleinen. Wir sollten unsere Differenzen beilegen, finde ich. Sollten wir? Ja, also ich habe ja nichts gemacht und du willst mich hier auf einmal köpfen. Das ist ja, da ist ja ganz klar die Aggression bei dir auf der Seite, ne? Mhm. Ich wollte mir gerade so eine schöne große Armee aufbauen und jetzt kommt... Oh, oh. Ja, das schaffen wir. Hier gibt's keine schiefen Regale. Das wird knapp. Niemals. Niemals. Die Spaltenzunge ist immer da. Ja, ich merk's. Es. Mein Sohn ist gestorben. Leck mich am Arsch. Mann. Unser Bündnis ist ausgelaufen. Aber wie ist er gestorben? An der Krankheit oder was? Es ist nicht wahr. Es ist verkackt und war nicht wahr. Das kann ja wohl nicht sein. Also wirklich, diese Ausdrücke hier. Eisenvergiftung. Hat er zu sehr am Schwert gelutscht oder was ist da passiert? Mit dem Sohn passiert. Hallo? Was ist denn jetzt los? Ein Komplott bei Hofe schon wieder? Mann, mein Sohn wurde umgebracht. Ich habe ihn nicht umgebracht. Hundertprozentig hast du ihn umgebracht. No, no way. Ich hab kein negatives Dings da gerade. Ich habe nur nette Sachen gerade am Laufen. Das ist unfassbar. Jetzt mein Prestige weg. Und mein Prestige war eh schon im Minus. Ist das denn nur von deinem Sohn abhängig? Nee, aber das war meine plündernde Armee, die dann in dem Moment überfallen wurde. Durch Zufall. Sich gerade weggehen wollte. Och Mann. Dafür fange ich hier eine Legende an. Gotenkönig oder was ist das? Gar nix. Was brauche ich denn dafür? Ach, dafür brauche ich Prestige. Na klar. Okay. Ach, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht immer so ein Pech haben. Ich bin so nett und dann passiert immer das, ne? Oh, und das als so netter Mensch. Wirklich. Nichts mache ich hier. Mir wird auf einmal vorgeworfen, ich würde irgendjemanden töten wollen. Habe ich noch nie geplant im Leben. Nix. Nix, nix, nix. In meinem Leben. Wie kann ich den monatlichen Prestige erhöhen? Ja, da fragst du jetzt gerade aber den richtigen. Theoretisch. Ja, ich tue mich auch immer schwer mit Prestige. Chat, gebt mal eure besten Tipps mit Prestige. Ich Meine bin Frau ist wieder schwanger. Wie schön.
Da stirbt genau der Erbe. Das kannst du dir nicht ausdenken. Überfälle, Jan. Stimmt, du kannst Überfälle machen. Da kriegst du Prestige durch. Oder dein Kind stirbt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay. Von Alter aus, Dankeschön für deinen Sub. Sehr, sehr lieb. Vielen lieben Dank für die Umwandlung des Geschenksubs. Wie kann ich Überfälle machen? Wenn du auf deine Armee rechts gehst, auf den Militärreiter, dann kannst du in der Mitte neben alle Armeen ausheben, alle als Räuber ausheben. Und dann kannst du über jegliche Punkte auf der Karte gehen und siehst, wie viel Gold du da bekommen würdest. Nee, bei mir ist nur alle ausheben. Wenn du rechts in deinem Militärreiter drin bist. Ja. Ah, als alle als Räuber ausheben. Okay. Genau. Dann gucke ich gleich mal. Alle als Räuber ausheben war quasi das alle als Räuber ausheben, was ich meinte. Okay. Und dann. Dann. Ich da rüber. Okay, warte mal. Warte mal. So. Kein Kriegsvolk zum Ausheben? Was? Wieso sagt er, ich habe kein Kriegsvolk? Moment. Keine Armeen zum Ausheben, sagt er mir. Ah! Ich werde angegriffen, Mann. Das ist ja wohl nicht wahr. Was will der denn von mir? Also ich kann meine Armeen nicht ausheben. Der sagt, ich habe kein Kriegsvolk zum Ausheben. Da weiß ich gerade nicht. Warte, ich bin gerade. Muss mal eben kurz Pause machen. Okay. Ja. Oh Gott, Mann, ey. Ist klar, kommt der genau jetzt hier hin. Sind deine Armeen noch ausgehoben? Eigentlich? Stehen die da noch da? Warte. Eigentlich nicht, muss ich. Sonst oben rechts in der. In dem Dropdown-Menü kannst du deine Armee mal angucken. Also in dieser Liste. Ja. Ist da noch eine Armee? Dann macht er mal einen Doppelklick. Alle Armeen. Warte, Doppelklick, dann komme ich auf diese normale rauf. Da sind 1, 2, 5, 7 als Räuber. Wie? Die hier? Ja, Kosalo. Warte mal, ich guck mal bei denen in den Stream rein. Da ist doch eine Armee. Nehmen so, und die schicke ich jetzt. Okay, und die schicke ich jetzt dahin zum Beispiel. Irgendwo ins feindliche Territorium. Also, naja, was heißt feindlich? Irgendwo hin, wo die. Was nicht dir gehört. Okay. Schau aber, wie viel Geld du da bekommst. Woran sehe ich das? Wenn du rechts, wenn du mit deiner Armee ausgewählt hast und dann irgendwo über eine Provinz drüber gehst, 12. Wird dir da angezeigt. Okay. Hauptsache, du greifst mich jetzt nicht an. Weil dann bin ich jetzt gleich raus aus dem Spiel. Weil ich verloren habe. Würde ich niemals tun. Natürlich, weil ich verloren habe. Weil jetzt in dem Moment der andere natürlich genau dann angreifen muss. Oh Mann! Warte mal. Ich muss noch mal kurz Pause machen. Mhm. Beim Nachbarn ein bisschen Brandschatten gehen. Ja! Ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, warum das bei Ranger immer so stressig ist. Weiß ich auch nicht. Was hat er denn da für Einheiten drin? Boah, hat der viel Kriegsvolk. Hat er sich mit dir angelegt? Ja, er hat mir einfach den Krieg erklärt. Hm. Wie läuft der Spielstand nur suboptimal? Ja, irgendwie. Das liegt nicht an mir. Irgendwie ist das gerade so, ja, es, ne? Mhm. Das liegt nicht an mir. Ich bin unschuldig. Jetzt
Jetzt muss ich einmal kurz hier die Armeen eben vergleichen. Wogegen sind die gut? Kontert, leichte Reiterei und Bogenschützen. Das bringt mir nichts. Ich bräuchte die hier. Und die kann ich mir nicht holen, weil ich mich dadurch verschulden würde. Aber verschulden ist doch besser als sterben. Ja, also ich kann mir die dann gar nicht holen. Wegen der Verschuldung. Das wird einfach abgelehnt. Sieh schon, ich bin heute in der falschen Timeline gelandet. Ja, das ist irgendwie... Ja. Ach Mensch. Ach Gott, ja, ich kann ja nichts machen. Egal, ich hole mir irgendwelche davon. Einfach durchhalten, das wird schon. Klar. Das wird schon. Achso, ich habe noch Pause. Warte, ich gehe raus. Ja. Haben das ja Sterntreu wieder frei. Scheiße. Entschuldigung. Sapalot! Welch Unfug! Hast du nicht irgendeinen Sohn, den ich noch heiraten kann? Ja. Ich habe genau einen Sohn. Zabenfirkel. Guck mal, ja. Jetzt perfekt. Ich würde den heiraten. Also nicht ich, sondern meine Tochter wird den heiraten. Ist das was für dich? Was willst du dafür? Deine Unterstützung im Krieg. Warum? Weil das sonst... Darum. Also wir haben Zirkel gefragt gerade, wie alt ist die Tochter? 5. Was hat sie für Eigenschaften? Ja, die ist 5, noch nicht so viele. Wie sieht sie aus? Wie eine 5-Jährige. Farmzirkel so 5? Ich glaube, Farmzirkel ist raus. Ja, wie alt ist er denn? Farmzirkel ist älter als ich. Wie, der ist älter als du? Achso, du meinst hier? Natürlich im Spiel, was? Was? Gottes Willen! Was bin ich hören? Oh mein Gott, ich hab Bauchmuskelkater. Oh, ich hab noch eine Tochter. Der kennt doch einer den Krieg. Das kann doch jetzt nicht mehr wahr sein. Da kommt noch einer dazu. Ey, hackst du in den Spielständen, die wir spielen, irgendwie oder sowas? Was passiert denn da? Warum, was haben die denn jedes Mal gegen mich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nochmal Pause gemacht, sonst kriege ich einen Herzinfarkt. Eigenschaften eines 5-Jährigen entsprechen doch etwa denen eines Leibbrotes. Stern sagt Karma Ranger. Karma. Es ist nicht wahr. Ich verliere nur leicht den Verstand. Das ist normal, wenn man mit mir spielt. Ja, ja. Ich habe auch das Gefühl, du hast irgendwas damit zu tun. Wie denn? Das wäre schon... Ja. Das wäre großartig. Gut, dass wir extra für Ranger nicht nach Spanien oder Persien gegangen sind. Ranger ist schon so genug überfordert. Ey, ehrlich, ihr seid suppengrün, ne? Ah, schön. Ihr seid suppengrün durch und durch. Woran merke ich eigentlich, dass die aufgehört haben zu überfallen? Wer? Dass deine? Die fertig sind. Dann ist der Balken durchgelaufen. Wenn du dann deine Armee anklickst, dann siehst du bei denen, wie viel Gold die haben. Du musst das Gold immer zurück zur Hauptstadt bringen. Das heißt, du musst deine Armee irgendwann, wenn die genug haben, zurückschicken. Bevor die besiegt werden, weil sonst verlieren die alles. Wo sehe ich das? Auch wenn du die angeklickt hast, dann siehst du, wie viel die maximal tragen können. Ja, mach gar nichts. Angriff!
So, zu 50% gehört das jetzt mir. 50% ist gut. Das ist mehr als 49%, habe ich meiner Schule gelernt. Ja, und natürlich lernen wir jetzt auch Pädagogik. Das ist doch großartig. Theologe brauche ich nicht. Ich mache was anderes. Ich glaube, ich mache Diplomatie. Brauche ein Prestige mehr. Vielleicht gewinne ich ja sogar noch. Gleich, Ranger wurde im Spiel entfernt. Ich sehe schon kommen. Nicht von mir. Ich habe aber auch nur ein paar hundert Stunden im Spiel. Da kann man durchaus mal solche Sachen machen. Rauben die jetzt? Haben die jetzt geraubt? Wir haben 2 von 87 Gold. Das ist wenig. Jetzt vermehle dich! Los, treibt's wie die Wildgänse. 10 von 100 Menschen verstehen nichts von Prozentrechnung. Das sind mehr als 15%. Das ist richtig. Glaube ich. Das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, ich habe meine Schwau gefrängert. Was habe ich gemacht? Was? Was ist mit dir? Geht es dir gut? Oh Gott, es ist vorbei. Es ist... Oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe meine Schwau gefrängert. Jetzt geht's los. Das ist aber im Kopf. Ey, ich hab doch gesagt, ich verliere den Verstand. Hier dreht sich alles bei mir im Kopf gerade. Das liegt aber nicht an mir. Wirklich. Nein, natürlich nicht. Wo sehe ich überhaupt gerade welches Zeit, welchen Jahr? Ach, da unten. Okay. Anders Rangers Endboss, oder? Ich glaube ja. Mittlerweile glaube ich es auch. Normalerweise, jetzt ist es, komm, ich bin jetzt ruhig. Normalerweise verzapfe ich immer den größten Unsinn in irgendwelchen Multiplayer-Partien oder ähnliches, ne? Aber wenn ich mit dir spiele, dann bin ich irgendwie nicht auf Platz 1, was das angeht. Ich habe gar nichts gemacht. Dadurch, dass du mich... Moment, jetzt Sherlock Ranger ist am Start. Ich habe gar nichts gemacht. Dadurch, dass du mich zum Schiedskampf herausgefordert hast, den ich natürlich freundlich abgelehnt habe als Verbündeter, bin ich ins Minus-Prestige gerutscht. Dadurch musste ich plündern gehen, um Prestige zu bekommen. Bei der Plündertour ist mein Sohn getötet worden und ich habe alles am Prestige verloren, bin mit einer halbstarken Armee zurückgekommen und das haben direkt alle gedacht und machen sich zu eigen und greifen mich daraufhin an. Wer war jetzt schuld? Wie kann ich meine Armee, meine Räuber wieder zurückschicken? Nicht ablenken! Wichtige Frage! Ich möchte, dass sie wieder nach Einfach Hause gehen. Einfach rechtsklick auf deine Stadt, dass sie wieder zurückreisen. Da stehen sie jetzt, aber machen wir nichts. Sind die schon bei dir in der Hauptstadt? Oder wo? Warum hast du mich geplündert? Ich hab dich nicht geplündert! Wird überfallen! Aber doch nicht von mir! Doch, du hast mich überfallen! Chat, seht ihr, oder? Das ist ja wohl nicht wahr! Ich kann das alles nicht mehr. Ich kenne mich doch gerade irgendwie, aber ich hab doch, also... Hab ich Fieber gerade? Kann das sein? Ich weiß nicht, wie ich meine Armee zurückschicken kann. Ich will die auflösen, meine Räuber, die eben geplündert haben. Auf die Armee rechts unten klicken. Es ist unfassbar. Ich hab nichts gemacht. Nein. Armee. Ah. Oh Mann. Auflösen. Okay. Alles wie immer in Rangerstan. Ja. Das ist alles wie... Das ist alles nur... geklaut. Eyo. Das ist alles gar nicht meins. Eyo. Ist alles nur erstunken, erlogen, blabla. Bla. Nö. Hab ich mir erlaubt, ja. Da.
Da. Die gute Pointe zum Schluss. Ja, demnächst könnt ihr Ivraldis und Ranger auf der A Cappella-Tour begleiten. Einmal quer durch Deutschland. Durch alle Kneipen der Welt. Ja, da sehe ich uns. Oh, ich habe noch eine Tochter. Herrgottstunderle. Das ist ja... Ich würde jetzt gerne mal Zabelnvierkel heiraten. Weißt du, ob Shizuma bei dir männlich oder weiblich ist? Ob Shizuma bei mir männlich oder weiblich ist? Ich habe keinen Shizuma. Hast du, heißt er nicht immer bei dir Shizuma? Ach, im Chat doch. Ja, klar. Ja. Im Chat gibt's Shizuma. Shizuma ist männlich. Ist egal, du bist jetzt weiblich. Herzlichen Glückwunsch. Ich, wenn du weg bist, sagt sie wieder, dein Regal ist schief. Sie ist ja männlich. Wusste ich doch. Shizuma, jetzt bist du weiblich. So. Ich hab halt nur Töchter. Ich hab jetzt endlich einen Erben. Außer Zabenvögel. Du hast einen Erben? Ötzi. Ich hab Töchter. Wie? Ötzi. Ötzi. Ja. Ötzi aus dem Eis? Oder fallweise DJ Ötzi, je nachdem, was du cooler findest. Eine prächtige Idee. Sir Kokok soll es sein. Was? Ach du Scheiße. Gut, meine Frau hat mein Kind nochmal umbenannt. Nee, ich hab jetzt... Was? Mein Kind heißt jetzt Sir Kokok, Sir Kokokson. Und die, also... Die, Sir Kokok, Sir Kokokson. Das ist ja großartig. Ach, Mann, ey. Bin ich wirklich am Stream gerade? Ich weiß es nicht. Vielleicht liege ich auch wirklich einfach im Delirium im Bett oder so und... Ach, ey. Ich kann es dir nicht sagen. Ich es ist unfassbar. Weiß nicht. Es ist unfassbar. Es ist alles wild. Ich brauche meine seriöse Strategie-Streamer-Seele zurück. Ja, vielleicht versuchst du. Also, wie? Seitdem du mit mir ist weg oder was? Nein. Möchtest du mir was sagen? Nein. Wirklich, nein. Hör mir auf. Nein. Chat von Ranger. Sagt mir nicht, dass ich daran schuld bin, sondern dass das schon vorher so war. Alles nur ein Fiebertraum. Nein. Doch. Ja, sie ist schuld, bitte? So. War schon vorher so? Ja, meine ich ja wohl. Hä, es schreibt doch gar keiner. Ich sag nichts. Mhm. Die kommen ja auch zu mir und schreiben dort. So. Gemäß der Ränkespieler war das auch schon vorher so. Siehste? Also. Schiefregal, Alter. Alfred ist schuld. Da haben wir's. Alfred. Der sogenannte Alfred Biolek. Ja, seitdem das Regal schief ist, gerate ich auf die schiefe Bahn. Wirklich? Nicht mal ein Lacher im Chat oder so? Ich hab gelacht. Du hast gelacht? Ich muss da muss ich dein Bild aktivieren. Da muss ich immer meine Witzequote überprüfen. Ich bin halt leicht zu begeistern. Es ist beim Komiker wirklich so, man muss einfach eine hohe Witzedichte haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem scheitert, ist hoch. Mhm. Komm, hat Zecke gesagt, sie müsste auch schmunzeln. Das freut mich. Das ist das sogenannte Schieferklavier. Ohne Manuel ist Ranger eben nur ein Schatten seiner selbst. Ja.
Manuel führt bei uns sonst immer die Gefechte. 10 Tage, wie lange brauchen die noch? Das wird knapp. Käsebrot, auch gerne mal in Butterbrotsnot. Oh, ist das ein... Nein, das verlieren wir. Oder? Was verliert ihr? Das kann doch nicht wahr sein. Unser Champion wurde verwundet. Das ist schwierig. Eine Seuche hat sich ausgebreitet. Das gefällt mir nicht. Ist sie bei dir unterwegs? Ich weiß es gerade nicht. Jetzt haben die mein Radspitzel abgemurkst. Die Seuche ist unten bei dir. Och Mann, nein. Die ist echt bei mir. Ich wollte nur sagen. Oh Mann. Gern geschehen. Ach, wenn es jetzt, wenn ich jetzt drauf gehe, gehe ich halt drauf. Dann ist das so. Du wirst nicht drauf gehen. Ja. Wir müssen Ranger isolieren. Ja, da kommt gleich ein Hamsterball. Und dann ist gut. Also wenn ihr irgendwann mal so ein... Wenn ihr irgendwann mal so ein Ränkespiel macht wieder, weißt du? Also mit ganz vielen Leuten. Ich bin gerne dabei und ich möchte der Nachbar von Ranger sein. Ich sag das, Ecke. Ecke organisiert das. Ich bin auch nur immer zum Gast. Ja. Schön. Heute kann einem Ranger echt leid tun. So, bitteschön, ja? Also jetzt mal ganz ehrlich, da ist ja hier, ist ja alles gerade gegen mich. Hat Ivraldis hier rumgehext? Ja, es ist alles nur die Schuld von Ivraldis, weil sie mich in diesen Zweikampf gedrängt hat. Du das wolltest ja nicht. Nee, ich wollte auch nicht. Du wolltest bis zum Tod kämpfen. Ja, und? Guck dir mal meinen an. Okay, der ist ja 37. Weil der ist halt ein Huhn. Der sieht älter aus. Der sieht deutlich älter aus. Oh, schön. Das ist doch nicht wahr, alles hier. Mann, Ranger, wirf dich auf den Boden, zappel wild rum und schluchze so laut du kannst. Mach ich gleich wirklich. Oh. Lebo, grüß dich. Anfang tut einem ja schon leid, oder? Ich tue mir selbst immer leid. Was will der denn von mir? Will er hier was einnehmen? Frag ihn doch einfach mal. Häuptling von Verend. Die greifen mich direkt schon wieder an. Ich weiß nicht. Kein Mitleid mit Ranger leiden soll er? Das hab ich nicht. Könnt ihr vielleicht mal bitte gegen den gewinnen? Verdammt nochmal! Da ist ein Champignon drin bei dem. Und dann wieder nö, das braucht man gar nicht. Na, der mächtige Vasall erwartet einen Ratsposten. Na klar, ist er auch noch. Hat noch einer irgendwie Wünsche? Ich frag nur mal. Vorsichtshalber. Niederlage. Na klar. Auch, machen wir alles. Häuptling Ani. Bin ich hier, um zu denken, ich bin hier, um zu lenken. Get to the chopper!
Ich weiß gar nicht, wann ich die Region hier oben bekommen habe, mal davon ab. Es hat sich irgendwie alles gar nicht gelohnt. Das weiß ich auch nicht. Ach, 34, schmieren 30, sag ich immer. Immerhin habe ich meine Frau geschwängert. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sicher, dass du es warst? Bei dem Gesicht, ja. Also bei dem Gesicht von meinen Kindern, nicht dem Gesicht von meiner Frau. Ja, nun, das kann... Kann auch mal wild sein. Dein Ernst? Oh mein Gott, bei ihm klingt das so schmutzig, ja, oder? Warum klingt das bei mir schmutzig? Hallo, ich kann ja jetzt gerade nichts an der Stimme hier ändern. Wie ist so? Ich kann Bündnis aushandeln mit Brunhilde. Mit Jarl Sir Cockhock ein? Wer ist denn Jarl Sir Cockhock? Brunhilde? Hä? Warum gehört der hier oben auf einmal? Hä? Hm? Warum gehört der auf einmal da oben die Insel? Was ist das denn? Warum hatte meine Tochter jetzt eine eigene Insel bekommen? Ist doch gut. Ja, aber die gehört nicht mir. Die ist da eigenständig mit ihren 8 Jahren. Siehst du, sie schafft mehr als du. Ich gehe mal kurz auf Toilette. Ich komme gleich wieder. In den Krieg rufen. Jetzt will mich meine Tochter in den Krieg rufen. Ja, komm. Ich nehme Krieg an. Was soll schon passieren? Belustige in der Zeit mal alle. Wir haben sogar noch gewonnen. Krieg ich hin. Krieg ich hin. Oh, schön. Schön, schön, schön. So, wir warten, bis Ranger weg ist. Ranger ist weg. Ich weiß nicht, wer euer Stand ist, aber ich bekehre gerade seine Frau zur Hexerei. Bis jetzt läuft das eigentlich ganz gut. Das sollte auch so funktionieren. Ich möchte mal gucken, was passiert. Ich werde auf jeden Fall die Hexerei dort mit einführen. Leider hat das Verführen nicht geklappt. Sie ist treu wie sonst was. Aber sie mag uns mit 79, was ich ganz gut finde. Ranger selbst, ich weiß nicht, ob ich ihn töten kann. Da ist die Erfolgschance wieder bei 15%. Das ist ziemlich wenig. Also 15% ist mir ein bisschen zu wenig. Ich weiß nicht, wie ich damit am besten angehe. So, ich weiß nicht, ob das reicht. Das ist ein bisschen schwierig, oder? So, nur mal so überlegt. Ich meine, es sind zwar Paradox-Prozente, aber 15% ist halt echt wenig. Da musst du halt ganz schön viel Luck auf deiner Seite haben. Das will ich lieber gerade nicht. Ich glaube, es reicht nicht. Ich versuche halt die ganze Zeit so im Hintergrund ein bisschen was zu machen. Domi, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. Schwierig. Vielleicht klappt es ja, dass wir sie einfach mit der Hexerei rumkriegen. Wäre ja auch schon mal was. Und sonst könnte ich noch mal ein bisschen plündern gehen. Das hatte ich auch schon überlegt. Vielleicht noch mal ein bisschen rumziehe. Ja, auch noch eine Maßnahme. Mir wird die Freiheit gerade richtig sympathisch. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Sonst meine ganzen Dörfer baue ich gerade alle. Die bekommen alle eine Palisade einfach zum Schutz mit rum. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich fühle mich damit ein bisschen sicherer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber es klappt ganz gut bisher. Mal gucken. Vielleicht solltest du erstmal die anderen einnehmen, bevor du Ranger killst. Dann bist du stärker. Ich möchte Ranger ja nur durch Komplotte kriegen, wenn dann. Das ist es ja. Aber er lässt sich nicht... Also 15% ist halt zu wenig. Damit möchte ich keinen komplettieren. Das ist, fühlt sich nicht richtig an. Kann in 6 Jahren wieder so einen Gerichtskampf machen. Keine Pause? Ich glaube... Nee, er hat keine Pause gemacht. Es läuft weiter.
schon in Ordnung so. Wie viel Prozent sind es beim Erben? Da sind es auch, glaube ich, nur 15%. Bei allen? Warum ist das bei allen nur 15%? So wenig. Hallo? Habe ich was verpasst? Nein. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Mein dritter Sohn heißt jetzt auch Sir Kokok, Sir Kokokson. Deine Frau ist sehr eigenwillig. Es ist in. Was ist das für ein Spiel? Ich kann das alles nicht mehr. Boah. Glaub, hallo. Also, wenn wir die Hypotenuse aus allem ziehen. Aha, Chaospapa, hallo. Wie man die Dame da im Hintergrund intrigierend über dich reden gehört hat. Aha. Aha. Erzählt mir mehr. Was denn ungefähr? Was denn? Ich würde niemals... Nö, nee, klar. Also... Nein, gerade du nicht. Mhm. Ja. 42. Danke für diese qualifizierte Antwort. Das ist die richtige Antwort. Das ist die richtige Antwort auf alles, ja. Ja. Verstehst du? Ja. Sie wollte ich nur integrieren. Ah. Ja. Hallo, Plätzki. Ja, nun... Ich wollte nur ein bisschen Angst machen, weißt du? Ich hab Angst. Ich hab Angst vor allem, was hier passiert. Aber wieso? Weil ich gerade von allen angegriffen wurde. Ja, und du lebst noch, oder? Noch, weil ich ein brillanter Stratege bin. Brillant. Gerne nachsprechen. Brill? Jant. Okay, das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal so einen kleinen Abwehrschirm gegen Ivraldis aufbauen. Ranger hat einen Edelstein? Ich habe tatsächlich einen Edelstein. Hier. Brillanter Edelstein. Ach, wie passend. Ah. Ja. Nun. Das ist absolut zu Recht so. Ich werde jetzt hier studierter Diplomat. Wirst du? Ja. Ich glaube, das... läuft. Ah, nee. Aber was soll ich sonst machen? Ich werde jetzt erstmal meine Armee wieder aufbauen. Denkst du? Ich denke. Wenn du hier Wortspiele machen willst, dann musst du das jetzt lösen. Denk mal nach, was kann das sein? Es ist aus Marmor und aus Stein. Was suche ich? Redest du mit mir? Nee, ich rede tatsächlich gerade mit meinem Erben hier im Spiel, weil das hat seit neuerdings so. Hat er Sprachintegrierung Crusader Kings 3. Und jetzt kann ich alle möglichen Sachen dann hier reinpacken. Okay. Ja. Bauer auf E7. Ja, hat funktioniert. Alles Ablenkung. Ein Blord. Wir machen jetzt eine Jagd. Ihr habt keinen Erzjägermeister. Ich mag auch keinen Jägermeister so gerne. Sichtung eines Hirschs. Das ist gut, der kann dich umbringen. Wow. Du bist böse. Weißt du das? Du
bist einfach also nur böse. Ich habe nur vom Besten gelernt. Das kann ja gar nicht sein. Das kann wirklich nicht sein. So wie sich das hier bei mir schlägt, ist das unmöglich. Jagd beginnen. Bitte keine zu riskanten Jagdentscheidungen. Lieber nicht? Ich bin krank geworden zum Beginn der Jagd. Nee. Aha. Warum habe ich denn jetzt schon wieder Prestige ausgegeben? Bist du wieder im Minus? Ich muss mal eben schon eine Pause machen. Ich gehe mir mal kurz einen Apfel holen, ja? Ja, vielleicht ich schneide ihn hier. Ich hole ihn nur schnell. Schneid ihn lieber nicht hier. Vom Besten gelernt, sie hat heimlich Unterricht bei Ecke genommen. Ich bin ein viel besserer Crusader Kings 3 Spieler als Ecke. Der hat keine Schnitte gegen mich. Keine. Will ich nur einmal hier gesagt haben. Schon wieder pleite? Wir sind nicht pleite! Sag mal davon, wenn man weltbeste CK3-Spieler ist. Ja, ja. Ich mache weiter. Das ist unfassbar. Ist ja kein Sand im Spiel. So, ich bin wieder da und weißt du was? Ich kann einfach nebenbei meinen Apfel schneiden, weil du zerstörst dich schon selbst. Auch ich habe Gefühle, die man nicht wie ein Apfel spalten kann. Hunger? Ich hab möchtest richtig ein Hunger. Stück? Oh. Was ist das denn für ein Apfel? Gala. Ah, okay. Ah, okay, leider nicht. Die magst du nicht? Ich mag die Pink Lady am liebsten. Okay. Ich habe früher mal bei Rewe gearbeitet, dann habe ich alle Apfelnamen auswendig gelernt. Ich habe die erst durch Olli gelernt, ich habe sonst immer einen Apfel gegriffen, der gut aussah. Und ja. Olli achtet da drauf. Schattenfuchs, guten Abend, hallo. Wenn er einen Apfelkuchen macht, dann braucht er dann eine ganz bestimmte Mischung aus zwei verschiedenen Äpfeln dort drin. Aber er kann ja auch gut kochen, das heißt, der weiß schon, was er macht. Kann auch gut kochen. War das jetzt eine Frage? Aus Königsberger Klopse? Ah, die mag ich aber so schon nicht. Ja gut, die kann ich auch nicht. Häuptling Harald, Moment, warte mal. Warum stirbt denn hier schon wieder jemand gleich? Ai. Nicht durch mich. Häuptling Harald stirbt. Wer ist Häuptling Harald? Vasall. Mhm. Ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen. Im Spiel und gleich auch in der Realität. Das kann ich euch sagen. Verstehe ich. Wir reiten los. Ich mache alles, was mir Prestige bringt. Jetzt gerade bin ich da echt. Alles, was hilft. Boah, Leute, ne? Ich bin gleich bin ich nass geschwitzt. Was passiert? Geistiger Zusammenbruch, Mann! Reuevoll. Flaggeland. Flaggeland würde eigentlich ganz gut zu mir passen. Ich bin ja eh so ein bisschen biblisch unterwegs. Deine Frau auch? Ich meine jetzt im Spiel, ne? Da weiß ich es nicht. Hoppala. Nee, ich lasse das nochmal ein bisschen hier. Vielen lieben Dank für die 500 Bits. Mhm. Sehr, sehr lieb von dir. Vielen, vielen lieben Dank. Feier deine Videos auf YouTube und wollte mal persönlich vorbeikommen für einen kleinen Support. Vielen Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Ich ziehe meinen imaginären Hut. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Mal bitte den salutierenden Ranger in den Chat rein. Ab für Schattenfuchs. Vielen Dank. So, ich werde einen abblicken. Was ist das denn hier? 450 erhalten. Eine Bekanntschaft, Jarl Ranger, wird sich über die Trophäe freuen. Ja, klar. Ich gebe dir die Trophäe. Na sicher. Na sicher. So weit kommt's noch. Nicht? Nee.
Also, nee, bei bestem Willen. So wahr mir das heilige Toastbrot helfen mag. Hast du gerade gesagt, Toast? Mhm. Perfekt. Reise gute Omen. Oh, ich habe was Positives erreicht. Na, so gut? So überrascht haben meine Eltern das auch gesagt damals, als ich das Abitur geschafft habe. Du hast was Positives erreicht. Ja, ja. Toll. Jetzt habe ich wieder positives Prestige. Das ist ja brillant. Erstmal ausgeben. So ein Huskal wäre natürlich auch nochmal was. Wir holen uns die nochmal und wir holen uns nochmal einen Huskal. Ja, sehr cool. Damit habe ich jetzt quasi gewonnen. Du hast mehr Glück als sonst was. Sag ruhig als Verstand. Ja, ja. Sag's ruhig. Mhm. Mehr Glück als Verstand. Das wäre ja jetzt äußerst blöd, wenn jemand auf einmal die Regionen einnimmt, die du brauchst, um Schweden zu gründen, ne? Das wäre sehr blöd. Äußerst blöd wäre das. Wirklich. Das würde mir nicht gefallen. Mir würde das auch nicht gefallen. Boah, nee. Boah. Da würde ich, glaube ich, wirklich, da würde ich sauer werden, denke ich mal. Das würde aber kein Ranger machen. Nee, nee. Nee, ein Ranger ist netter. Er macht das nicht. Ja, 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 ja. Ja, nee, wirklich. Ist mhm, so. Mhm. Ich habe mir überlegt, ob ich mich vielleicht heilig spreche, weil ich so nett bin. Mhm. Und wer macht das? Ich selber. Ja, na dann. Es darf ja, aus? Es darf ja jeder seine eigene Religion gründen. Auch in der Realität. Mhm. Das heißt, ich werde die heilige Kirche des... Mhm. Ja, wir brauchen noch einen schmissigen Namen. Also man muss ja auch die Jugend erreichen mit der Religion. Das heißt irgendwie, weiß ich nicht. Das Hafti Abi Babo Ranger. Oder so. Ein Komplott bei Hofe. Du willst mich ermorden. Das finde ich nicht so toll. Warum willst du das tun? Würde ich niemals tun. Du willst mich echt ermorden, ne? Nein! Um Gottes Willen, warum sollte ich dich ermorden wollen? Das war wunderbar geschauspielert. Hast du dir schon überlegt, in Hollywood Karriere anzufangen? Was? Nein! Nein, ich würde das niemals tun! Ja. Ja, was machen wir beiden denn jetzt? Wie gehen wir mit der Situation um? Das weiß ich nicht. Ich würde sagen, du unterwirfst dich mir. Bitte? Ja, das ist ja wohl die einzig logische Konsequenz daraus. Bitte? Du hast ja auch eine kleinere Armee als ich. Also, ich erwarte dein Schreiben zu Beginn des Tages. Da ist es. An den verächtlichen Jarl Sir Kokok. Ich hoffe, das ist nicht von dir jetzt. Nee. Oh, Gottes Willen. Heidewitzka. Mhm. Ihr habt keinen beizusetzenden Leichnam ausgewählt. Kann ich nicht meinen Sohn irgendwie unter die Erde bringen? Wobei ich hoffe, der ist schon Bitte? Unter der Erde. Ja, der ist doch tot, der Erste. Aber der ist halt schon seit 5 Jahren, also 3 Jahren tot. Wenn der jetzt noch über der Erde wäre, wäre, glaube ich, ein bisschen... schlimm wäre das, glaube ich. Der wäre irgendwo mumifiziert, oder? In der Zeit wäre der wahrscheinlich schon mumifiziert, ja.
Gibt es hier noch irgendwas, wodurch ich Prestige bekomme? Nee, ne? Doch, eine Prachthochzeit. Nee. Klingt aber viel Entspannung. Hm. Weil die kostet 80. Dann lassen wir den lieber mumifizieren. Immerhin gehört mir Gotland. Nee, gar nicht wahr. Das ist ja Gotland. Och, ich war bei der kleinen... Oh Mensch, Ronne. Du weitest dich auch immer mehr aus, ne? Du sagst nichts und machst dich auf einmal komplett Schweden zu deinen eigenen, ne? Das sind die richtigen. Mhm. Ja, Ranger, ich guck hier nur so ein bisschen. Ich guck nur so von A nach B und doch, ja, ich weiß gar nicht, was hier passiert. Und zack, komplett Skandinavien. Ich habe minus 164 Prestige und mach minus 0,4. Ich habe hier wirklich ein Problem gerade und kann mich nicht um dein Mimimi kümmern. Aha! Moment, kann ich dich schon unterwerfen? Wieso willst du mich unterwerfen? Damit du mich Lehnsherr nennen musst. Ich will dich nicht so nennen. Du musst Sir Kokok dann deine Heiligkeit anbieten. Nee, nicht deine Heiligkeit, seine Heiligkeit abnehmen. Nee. Nein. Du weißt schon, wie das jetzt geht. Das hier geht 100%. So. Es geht. Perfekt. Der Unterwerfungskrieg kommt immer näher. Hörst du schon die Regenwürmer husten? Nein. Mein Prestige ist ein Minusbereich. Also ich mache auch jeden Monat Minus. Das ist schwierig. Ist nicht so gut, würde ich sagen. Wie kriege ich das denn wieder hin? Eine Jagd. Oder halt notfalls Kriegsvolk wegnehmen. Kriegsvolk wegnehmen? Die kosten nicht Prestige. Das heißt, dann sagen, ich löse eine Truppe von denen auf, sozusagen. Ja, aber ich würd erstmal das mit der Jagd versuchen. Festmahl bringt kein Prestige mehr. Festmahl bringt nur noch Entspannung. Wie mache ich denn die Jagd? Unten rechts Aktivität, der Krug. Da klickst du drauf und dann hast du da Jagd. Und da hast du Durchschnittskosten. Aber die ist doch gefährlich. Die ist natürlich auch gefährlich. Dabei ist ja der in Game of Thrones gestorben. Ist es egal, welche Jagd ich auswähle? Ob Jagd, Falknerei oder so? Nee, die Jagd bringt mehr Prestige. Vorsicht, hab Ivraldis gestern in einem seltsamen Gänsekillerspiel gesehen. Immer wenn sie wenig redet, ist sie im Killermodus. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Ich war eben nur voll konzentriert, weil meine Prestige runtergegangen ist. Mhm. Chat, Augen und Ohren, ne? Bei ihr in den Stream. Ich hab das Gefühl, da ist irgendwas. Da ist was im Busch. Irgendwo, sonst irgendwo töten. Mhm. So, zusätzliche Steuern. Ach so, du kannst im Notfall kannst du auch deinen Lebenswandel ändern. Also okay. Unten links. Ich bin jetzt aber bei der Jagd. Ja, das ist unabhängig davon. Aber mach ja, erstmal die Jagd. Ich muss die aber erstmal durchspielen. Genau. Ich hab da mal eine Frage an den allwissenden Chat. Bei einigen Spielen habe ich immer das Gefühl, mit dem ersten Herrscher läuft alles super. Sobald er stirbt, habe ich Probleme mit der Vererbung meines Reichs. Das wird immer aufgeteilt unter meinen Kindern und ich bekomme es nicht dann hin, einen Alleinerben zu stellen. Hat dafür jemand eine Idee, was da helfen könnte? Ja, entweder nur einen Erben hat haben. Hat das mal geklappt. Jo. Und ich habe überlebt. Okay.
Also wenn Erbteilung das Problem ist, weil das aufgeteilt wird, euer Reich, dann entweder nur einen Erben haben oder nur einen einzigen höchsten Titel. Primogenitur geht erst später im Spiel. Das heißt, du hast zum Beispiel hier Herzogtum ist das ja bei mir, das Jarltum. Mhm. Und auch wenn du ein zweites Jarltum etablieren könntest, dann lässt du das außen vor, weil dann nur der höchste Titel wird immer deinem alleinigen Erben gegeben. Oder deinem ältesten Erben, deinem Haupterben. Okay. Willi Richtzahn, hallo? So. Bin eine Geisel? Nee. Nutzt das einer von euch effektiv mit der Geisel? Tauschen? Ja, weil ich habe das noch nie genutzt. Das ist seit ungefähr Wards and Wardens, glaube ich. Nee, gar nicht. Seit Wards and Wardens? Doch, seit da. Nutzt das jemand von euch, Chat? Nie? Nein. Nur mal zu ausprobieren, ist irgendwie nutzlos. Nope. Okay. Das ist also schon wieder so eine Mechanik, wo man sich denkt, ja. Ein Attentat. Hallo! Das war zweifellos das Werk von Jarl Ranger, diesem ruchlosen Schwein. Dein Kompott ist aufgeflogen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe gar nichts gemacht. Du stehst sogar neben mir, wie ich mit aufgerissenem Mund hier stehe und du auf den Boden guckst. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, das wird er noch bereuen. So, ihr verliert 100 Meinungen. Wir werden jetzt daraufhin... Ich werde jetzt einkerkern. Wen wirst du einkerkern? Dich. Du bist Mich? Jetzt hier mit dem Namen von Mary Poppins, bist du jetzt auf lebenslange Haftstrafe. Ich werde hier nicht eingekerkert. Nein, 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 nein. Doch. Ist zu spät. Nein. Ist zu spät? Das kann ja jetzt nichts mehr dran ändern. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Immer dreimal mehr doch, wie du Nein sagst. Nein, 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 nein. Ich bin eine kleine Schwester. Ja, aber da kommt ja jetzt dann trotzdem dreimal doch. Dann kommt ja doch, 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 doch drauf. Nein, 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 nein. Ja, aber doch. Unendlich mal mehr wie du als. Und das geht nicht. Wenn ich das zuerst gesagt habe, ist das unbesiegbar. Das ist mir egal. Wir haben gewonnen. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Immer dreimal mehr doch, wie du Nein sagst. Nein. Doch. Nein. Kannst du schon mal üben für später. Das wirst du noch oft machen, dieses Spiel. Nein. Es wird immer jemand dabei sein, der das Nein öfters macht als du. Also, ich bin quasi Meister in dem Spiel. Bin unbesiegbar, würde ich fast schon sagen. Aber man muss bescheiden sein. Das ist das Besondere. Bescheidenheit ist auch eine deiner Stärken. Gerade das. Gerade das. Viele sagen immer zu mir, Ranger, wie kannst du so unfassbar intelligent sein und hübsch? Und trotzdem so bodenständig, ein Mann des Volkes. Ich würde dich zum Bundeskanzler wählen. Dann sage ich, geh aus dem Weg, Bauer. Und dann applaudieren alle. Chat von Ranger. Wie stolz seid ihr auf ihn? Bodenständig. Ja! Wir klingen fast wie Geschwister, ja. Wir sind auch Bruder und Schwester. Unheimlich. So unheimlich. Oh, schön. Ranger ist der Besteste. Ja, guck mal, die sind alle stolz.
taucht es hin. Du bist die Schwester? Ich bin die Schwester, ja. Ich bin die Schwester. Die Zwillingsschwester. Ah, das ist großartig. Ja, jetzt erstmal ein Festmahl. Ach guck mal, ein bisschen Prestige bekommt man dadurch wenigstens. Hör mal hin. Ach stimmt, als wir dich geradet haben, dass dieses KK, das ist Content Creator der Herzen, das muss so gesprochen werden. Content Creator? Ja, weil die KI das daraus macht. Die sagt immer Content Creator der Herzen. Okay. Kennt die Walde schon eigentlich schon die Ranger? Ja, haben wir beim letzten Mal vor 2 Wochen uns angehört. Eine tapfere Verteidigung. Oder Gotenkönig. So, dann haben wir jetzt wenigstens die Anspannung schon wieder verloren. Und wir bekommen Anspannung zurück. Wo finde ich nochmal meine Ritter? Ich verliere Prestige. Mann! Ach da, ich hab sie. Ich hab sie, alles gut. Warum hasst mich denn das Spiel heute so? Nee, die sollten einfach nicht langweilig werden. Boah, bitte gib mir jetzt noch Prestige. Ah, Mist. Okay, ein bisschen Prestige bekommt man durchs Festmahl. Das ist doch gut. Jetzt muss ich nur stärker werden als er. Und dann... mach ich einen Handstand. Und applaudiere mit den Füßen. Nach Amme suchen, die haben Anne falsch geschrieben. Oh mein Gott. Es klappt nicht so, wie ich möchte. Irgendwie, meine Frau bringt auch keine Kinder mehr. Ich habe nur einen Sohn. Das ist nicht so schlimm. Das muss auch manchmal so sein. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ich 1, 2, 3, 4, 6 Töchter habe und nur einen Sohn. Das macht den Sohn spezieller. Da freut man sich dann quasi. So, sehr schön. Jetzt hole ich mir das letzte Prestige und dann hole ich mir Dänemark. Jetzt mal Daumen drücken, dass ich dabei nicht sterbe, ja? Was soll schon passieren? Mann, ich sollte echt nicht dieses Gambling machen hier. Oh. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Da stand 50% 150 Prestige, 50% 75 Prestige verlieren und ich bin halt... Und? Ja. Du hast gegambelt. Ja, deswegen ist es so schlimm. Und es liegt jetzt nicht so gut. Nein. Du darfst sowas halt nicht machen.
Das ist auch nicht gut. Liebe Kinder, merkt euch das. Aber jetzt drücke ich hier. Das ist halt im Multiplayer, da drückst du Events meistens nur noch durch hinterher. Wie alt ist sie eigentlich? 37. Da ist ja locker noch ein Kind drin. Geil. Das hat gut gesessen. Oh, war das geil. Jawohl. Wie, was ist denn jetzt? Nix. Alles gut, hör mal. Kannst du alle... Hatte ich keine Gedanken. Iliaum, guten Abend. Ist recht so, hör mal. So, perfekt. Das kann ich auch noch machen. Wenn ich jetzt Glück habe, kann ich dir gleich den Krieg erklären. Glaube ich. Dann kann ich dir helfen. Mhm. Kann ich dir helfen. Bei Verwaltungsangelegenheiten des Ganzen. Verstehst schon, ne? Hier, ne? Schwuppdiwu, Heidedaus und hoppla. Hoppla, kleine Upsis und so. Ja, genau. Mhm. Konkubine anbieten. Wer ist denn das? Erzeugwart. Nee, die brauche ich nicht. Die brauche ich dann tatsächlich nicht. Sicher? Ganz sicher. Guck mal lieber nochmal nach den Höflingen. Frau von euch. Gattin und Oberhäuptling von euch. Hä? Gattin? Das ist meine Frau? Hm. Das ist auch meine Frau? Gattin? Ja, aber warum steht denn hier Frau von euch? Ist das auch noch meine Frau? Wo kommt die denn her? Kann ich die verheiraten? Ach, das ist eine Konkubine von mir. Dann habe ich denn eine Konkubine genommen? Gattin und Oh, da ist schon wieder irgendwo die Pest. Bei dir unten auf der Insel ist die Pest. Na klar, ist die wieder hier. Ah! Ich sag's nur. Och Mann. Ich bin wenigstens so nett und warne dich vor, dass du es auf dem Schirm hast. Ich könnte es auch sein lassen. Nee, danke schön. Das ist, Ja. Nett. Ja. Ah. Geist ist gestört und Schurke schenkt die Briefe. Mach mal kurz Pause. Ja. Ich verstimme mit der Leuchtnam. Speaking Ranger. Ach so. Naja, aber der sieht so aus wie einer. Ich sehe aus wie ein verstümmelter Leichnam. Wie kannst du nur? Ich hab das gesagt. Du hast es verraten. Ich hab gar nicht gesagt. Ich hab gesagt, der sieht aus wie ein verstümmelter Leichnam. Du hast meinen Sohn umgebracht. Ich habe deinen Sohn nicht mit umgebracht. Olli hat das mit Absicht gemacht. Du hast meinen Sohn umgebracht? Nicht dein Ernst. Und Olli hat dich verraten jetzt? Sorry, nee, ist Real Talk. Ich bin Crusader Kings Profi tatsächlich und ich wusste, dass ich Anne in die Pfanne hauen kann, weil sie ja schon mal dich ermordet hat. Oh, danke dafür. Was das für gibt den Krieg? Das gibt sowas von den Krieg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Sie will uns schon wieder umbringen. Okay, alles klar. Die Pläne werden jetzt überworfen. Jetzt ist vorbei. Wow. Okay. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin, oder? Ja, doch, das kriegen wir hin. Mit genug Geld kriegen wir das hin. Mit genug Geld? Nee, alles gut. Alles gut. Mach dir keine Gedanken. Soll mir keine Gedanken machen? Ja. Boah, ey, wer Olli als Mann hat. Eine ehrliche Haut. Mhm. Ein wahrer Experte. Mhm. Ein Ehrenmann, möchte ich dazu sagen. Ja, na klar.
Das ist ja, na klar, hallo. Du willst immer meine Familie auslöschen. Das ist ja schlimmer, als wenn man mit den Strategen hier unterwegs ist im Spiel. Was? Du hast doch noch zwei andere Söhne. Die gehen nur auf Mutter und nicht auf Kind. Oh Gott, ja, noch habe ich zwei. Auf Mutter war ich davor auch schon, deswegen habe ich gesagt, so sehen sie auch wirklich aus. Auf Mutter war ich. Was? Du hast meine Frau. Hast du meine Frau geschwängert? Ich war nah dran. Moment, das Kind sieht auch nicht so aus wie ich. Du hast den geschwängert. Die. Nicht dein Ernst. Hat's rote Haare? Ich kann die Pause rausnehmen? Ja. Okay, mache ich. Alles, was jetzt kommt, habe ich verdient. Nee, alles gut. Wunderbar. So. Hast du mir einen Krieg erklärt, ja? Nein, nein. Meinst du, das bilde ich mir gerade nur ein? Ja. Es war mir eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Ich gehe meine Wunden lecken. Es tut mir leid, dass ich deine Frau verführt habe. Ich habe jetzt Blutdurchfall dafür. Was hast du? Blutdurchfall. Blutdurchfall. Die scharlachrote Fontäne. Moment, hast du echt das Event? Ich habe gerade Blutdurchfall. Aha. Au. Ich habe mal meinen Verbündeten Ivan den Knochenlosen noch dazugeholt. Mit seinen 3000 Soldaten.
Dachte, sicher ist sicher. Kann ich mich geschlagen geben irgendwo, oder? Ja, du kannst rein theoretisch auf Kapitulieren gehen. Wie? Und was bekommst du dann? Also meine Forderung wird dann halt durchgesetzt. Das heißt, was du ist deine Forderung? Du wirst mein Vasall. Ich will das nicht! Ja, das ist ja jetzt die überlegen sollen, bevor du meinen Erben umgebracht hast. Du hast doch noch zwei andere. Ja, du hast ja auch noch deine Erben. Und dein Haus und alles. Und du musst halt nur sagen, oh, heiliger Sir Kokok, sie sind grandios. Weißer Frieden, ja. Meinst du, ich weber jetzt hier? Ja, warum denn nicht? Nee, das ist jetzt für meinen Sohn, den zweiten, den du schon getötet hast. Der andere ist nämlich indirekt passiv durch dich gestorben. Ne? Muss man ja auch mal betonen an der Stelle. Aber guck mal, gleich haben wir das ja alles, gleich haben wir das geschafft. Aber das ist jetzt doch gar nicht mehr so. Ist doch nicht so schlimm. Naja. Wenn du aufgibst, können wir ein paar Leben schonen. Kapitulieren. Sieg. Das ist doch wunderbar, oder? Freue mich, mit dir Geschäfte zu machen. Wir werden sie übrigens noch köpfen. Ich will es nur einmal angemerkt haben. Zum Regenten nennen. Ja klar. Ich muss das mal kurz ablehnen. Ja, ich muss das mal eben kurz ablehnen. Aber nur kurz, wirklich. Warum sagst du denn nichts? Weil ich weine. Nein, du wirst auch nicht begnadigt. Nur weil Olli mich verpetzt hat. Weil er rechtschaffend ist. Ja? Weil er mich verpetzt hat. Und vor verpetzt hat er mich. Und vor Weintology Buße tun möchte. Ja, und deswegen dem heiligen Oberhaupt Sir Kokok seiner Gnade offenbart hat. Was meinst du genau? Das Bild ist umgesprungen. Gut. So. Ich jetzt irgendwo noch... Was gehört jetzt eigentlich noch mir? Alles. Dir gehört alles noch. Du bist jetzt nur Teil von meinem Reich. Ach nee, stimmt. Du kannst ja gar nicht. Du musst es ja. Du bist ja jetzt nur noch Häuptling, weil ich ja das mir jetzt der Rest gehört. Okay, das habe ich tatsächlich. Das habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. War ein schönes Spiel mit dir. Ich mache jetzt Feierabend. Das Schlimme ist, das wird er mir jetzt wochenlang vorhalten, bis wir das nächste Mal spielen, werde ich mir das immer wieder anhören können. Eine Sache muss ich aber eben noch machen, kurz vorher. Eine Sache eben noch. Möchtest du es noch vor Sterntreu schwängern? Nein, warte, gib mir 5 Minuten, ja? Passt das noch? Ja. Okay. Schlimmer kann es nicht werden, solange du vor Sterntreu nichts dran tust. Naja.
Lass Only dafür büßen. Ja. Ranger hat halt gar nichts gemacht und ich reite Stenkert die ganze Zeit. Sorry, genau. Ach, Quatsch. Ich war auf Krieg nicht vorbereitet. Ich wollte das alles hintenrum machen. Ne? Dann hatte ich überrascht. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, habe ich genau in dem Moment das Prestige dafür bekommen. Also du hast quasi genau dann den getötet, als ich gerade eigentlich auf der anderen Seite den Krieg erklären wollte. Oh. Glück gehabt, also für dich halt theoretisch. Ja, hättest du quasi... Ich glaube, wenn das 3 Minuten später gewesen wäre, dann hätte selbst wenn Olli das gesagt, hätte ich nichts dagegen machen können. Ja. Gebe man mir das doch hier. Aha, guck mal, jetzt gleich haben wir's. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt, go for it! Los! Da. Ich weiß nicht, was du gerade machst. Lass dich überraschen. Ich kann dir das vorher noch nicht spoilern. Müssen jetzt gemeinsam stark sein. Müssen wir jetzt Richtung Horizont schauen. Auf das wir auf ewig großartig sind. Wir sind so schon großartig. Das stimmt. Das stimmt. Wir sind sehr großartig. Ja. Meine Bekanntschaft ist verstorben. Oh. Das tut mir leid. Wie lange braucht er denn jetzt hier noch? Ja, die Rentner finden gerade leider nicht den... Doch jetzt. Ihre einzige Chance. Einkerkern? Ja. Sonst muss ich leider die Dynastie aus den Landen herausnehmen. Ich bin gestorben. Ich kann als Häuptlingshabenvögel weiterspielen. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Oh. Wie ich dir die Rübe abschlage. Oh nein, oh so gemein. Nein, oh so, hier, verdient meinst du wohl, verdient. Das war nicht verdient. Hätte Olli nichts gesagt, wäre dir das nicht... Also hättest du nicht gedacht, dass ich das bin, dann wäre das einfach ein Upsi gewesen. Ja, aber hat er gesagt. Ach, und damit hat er sich meinen unendlichen Dank quasi geholt. Nicht im... Also, ja, Gott. Olli. Die Schnäuze halten zusammen. Die Spice Boys...
Die Spice Boys halten zusammen wie kein zweiter. Ich will eine Revanche. Willst du nochmal verlieren? Ja, aber nicht heute. Ja, nicht heute. Aber ich lass dich gern nochmal verlieren, wenn du möchtest. Ja, ich möchte eine Revanche haben. Es steht jetzt 1-1. Okay. 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 Ist fein für mich. Okay. Ja? Hashtag Olli loben. Genau, Hashtag Olli loben. Hashtag Olli loben in den Chat rein. Besser geht's ja wohl nicht.